Ich darf Sie zur Kick-Off-Veranstaltung der Open Science Lecture Series begrüßen. Ich begrüße namens der Universität Wien und auch namens des WTZ Ost. Wer vielleicht nicht weiß, was das WTZ Ost ist, es ist basierend auf einem Förderprogramm des Bundesministeriums, ein Zusammenschluss im Wesentlichen aller Universitäten im Wiener Raum oder in Wien, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Thema Wissenstransfer zu popularisieren, voranzutreiben, mehr sichtbar zu machen, die Bedeutung von Wissenschaft besser in die Gesellschaft zu tragen. Und das macht man am besten offen. Und deshalb haben wir uns gedacht, passt doch wunderbar, wenn wir das WTZ benutzen, um eine Veranstaltungsserie zu initiieren, die wir eben genannt haben, Open Science Lecture Series. Wir greifen da zurück auf die tatkräftige Unterstützung von Expertinnen und Experten und ganz insbesondere freut mich, dass der Herr Gasperger sich unserer angenommen hat. Und er wird jetzt ein bisschen was zu dem Thema dieser Lecture Series sagen. Und ich gebe schon wieder weiter. Danke fürs Kommen, ich hoffe, wir haben einen interessanten Abend. Passt, geht besser. Okay, ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Stefan Gasperger. Ich koordiniere die Open Science Aktivitäten bei der Open Knowledge Foundation in Österreich und ich bin auch für die inhaltliche Ausarbeitung von dieser Open Science Lecture Series verantwortlich. Ich möchte zu Beginn mal kurz ein bisschen die Idee umreißen, warum es diese Open Science Lecture Series gibt, die aus 5 Lehrveranstaltungen besteht. Und über diese Bit.ly kommt ihr auf die Beschreibung von den 5 Lehrveranstaltungen. Und die grundsätzliche Idee ist, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber genauso auch Postdocs, Leute in der Forschungspolitik, Wissenschaftspolitik, einmal eine grundlegende Einführung in das Thema Open Science zu bieten, dann aber auch sehr wohl in den Workshops vor allem auf praktischer Ebene offene Praktiken im wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln. Und als dritten sehr, sehr wichtigen Punkt für uns auch Know-how aufzubauen, wie man diese offenen Praktiken vermitteln kann. Also es ist auch ein bisschen geplant, in Zukunft dann mehr Trainings für Early Career Researcher zu machen und da jetzt mal den ersten Schritt an der Uni Wien und an anderen Universitäten hier zu machen. Ja, das ist die Liste mit den 5 Veranstaltungen. Die erste ist heute. Ich bin ja persönlich kein großer Fan von Listen, aber das war mal, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Verwendung von Listen auf Folien. Heute ist das zentrale Ziel ein bisschen, die Akteure zu vernetzen. Sowohl die Akteure, die an der Lecture Series selber mitarbeiten, aber auch die Open Science oder Open Access und die einzelnen Teilbereiche in Österreich und in Wien aktiv vorantreiben bzw. daran interessiert sind. Am 13. Jänner haben wir an der TU bereits die zweite Vorlesung und dabei wird es um die technologisch-wissenschaftliche Ebene von offener Wissenschaft gehen. Da geht es um alternative Metriken, da geht es um Open Research Data und da geht es auch um die Spannung zwischen Gemeinnützigkeit von Universitäten und Verwertungslogik. Dann haben wir im April die Vorlesung an der BOKU Wien, wo wir, für mich sehr, sehr spannend, wo wir versuchen werden, die Synergien zwischen Citizen Science und Open Science, zwei Begriffe, die in der Wissenschaftspolitik und in der Wissenschaft generell gerade schon ein bisschen auch unter Buzzwords einzustufen sind, wo wir ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, was ist der Unterschied, aber auch, wie befruchten sich die beiden gegenseitig sehr, sehr gut, weil Teilen von Bürgerinnenwissenschaft, also Daten, die von Bürgerinnen gesammelt werden, macht Sinn und auch Bürgerinnen bei offener Wissenschaft einzubinden, macht Sinn. Also da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungsflächen.
Im April haben wir dann den ersten Workshop und da versuchen wir Seminararbeiten zu befreien. Also es gibt dieses Tag der verlorenen Seminararbeitenformat und wir erweitern das jetzt nochmal und wir wollen die wirklich befreien. Wir wollen die nicht nur vom Laptop-Ordner irgendwo auf dem Desktop, sondern wir wollen die dann auch vom Desktop ins große Internet rausbringen und den Teilnehmerinnen zeigen, wie man eine Seminararbeit offen lizenziert und dann in ein Repository hochlädt und auch anderen Leuten kommuniziert und vermitteln kann. Und dann im Mai ist der wohl experimentellste Teil, wo wir zusammen mit der Akademie versuchen, die Kunst der Kollaboration und der Offenheit in Kleingruppen zu versuchen zu begreifen und zu erforschen und aufzuzeigen, wo Offenheit in der künstlerisch-gestalterischen Tätigkeit und Kollaboration sinnvoll einzusetzen sind. Dann habe ich noch kurz die organisatorische Sache zu erklären. Also eben, es ist eine Kooperation zwischen der Open Knowledge Foundation Österreich, der Uni Wien und WTZ Ost. Und es sind aber auch noch viele andere Partner und Partnerinnen involviert, wie zum Beispiel das Zentrum für Soziale Innovation, die BOKU Wien, die TU Wien, die Universität für Bildende Künste und die Angewandte. Und wir haben auch die citizenscience.at-Plattform in Österreich mit dabei und das Open Innovation for Science-Projekt von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. So, jetzt habe ich alle. Genau, und es ist auch der Versuch, da bereits in der Ausarbeitung der Lehrveranstaltungen, der Inhalte, möglichst viele Leute, die da aktiv sind, zu vernetzen und auch möglichst gute Materialien auszuarbeiten, weil die werden auch alle wieder offen zur Verfügung stehen und anderen Leuten dann in Zukunft ermöglichen, dass sie die Inhalte weitergeben. Ja, und ich darf natürlich auch noch herzlich einladen zum nächsten Termin, dann eben am 13. Jänner. Jetzt möchte ich aber gleich dann zu unserer ersten Keynote überleiten und Daniel Mietchen vorstellen. Daniel ist ein sehr, sehr umtriebiger Mensch im Bereich Open Science auf allen Ebenen, die es in dieser akademischen, aber auch vor allem im Sinn einer Bewegung aktiven Thematik gibt. Und er hat seinen Master in Biophysics gemacht, hat dann PhD in Physik gemacht, war dann Wikimedia in Residence, das heißt von Wikimedia Foundation gibt es so eine Art Stipendiate oder Projekte, wo man dann an Institutionen vor Ort in Residence ist. Und seit kurzem ist er eben Senior Scientist an den National Institutes of Health. Und er vereint sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen, weil er ist sowohl aus seinem persönlichen Engagement schon seit Jahren aktiv und versucht, die Idee von Open Access und Open Knowledge generell voranzutreiben, aber eben auch von seinen wissenschaftlichen und beruflichen Tätigkeiten. Und freue mich sehr, Daniel, dich hier zu haben und möchte eben an dich jetzt übergeben und freue mich schon auf deine Keynote. Okay, erst machen wir einen Soundcheck. Kann man mich da hören da hinten über das Mikro? Wunderbar, gut. Dann muss ich jetzt erstmal hier PowerPoint ausschalten. Und also meinen Talk gibt es im Internet, relativ einfach zu googeln über meinen Namen und GitHub. Ich habe hier nämlich ein Verzeichnis Talks und in dem Talk ist das hier Open Science jetzt Vienna. Und wenn man Fehler findet, kann man einfach einen Pull Request senden und entsprechend das dann korrigieren. Ja, wer tweeten möchte oder so, ist herzlich eingeladen. Ich schlage Open Science als Hashtag vor. Wir können auch gerade mal gucken, ob jemand schon gemacht hat. Live. Ja, den Menschen habe ich mal gesehen. Ne? Also immer weiter damit. Es geht ja nämlich darum, nicht nur einfach, dass wir uns hier unterhalten, sondern auch die Welt was mitkriegt. Und gerne mich auch unterbrechen, wenn Fragen oder Ideen oder sowas kommen. Ich kann Monologe, ich mag sie nur nicht besonders. Und so eine Kanäle wie Twitter oder was auch immer ihr oder sie benutzt, einfach nehmen. Es geht darum, dass wir die Welt mit einbinden. Open Science ist nicht einfach nur was für die Wissenschaftler, sondern es ist eine Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu treten. Da haben Wissenschaftler gelegentlich Probleme. So,
Zurück zum Talk, der hat auch einen Titel, ich werde immer nach dem Titel vom Talk gefragt. Ich weiß nicht, ob das für einen Talk eigentlich unbedingt so wichtig ist, einen Titel zu haben, aber er hat einen Open Research, Peer Review and the Role of Funders. Und die Slides, ich habe nur das eine, aber es ist lang und es hat Links und es ist online. Das ändert den Stil des Vortrags ein bisschen. Die Slides sind auf Englisch, aber ich werde auf Deutsch reden. Wenn das uns aus irgendwelchen Gründen mal nicht verständlich ist, dann können wir das auch gerne andersrum handhaben oder so. Na, die Lizenz der ganzen Sache ist auch wichtig, wird gerne vergessen. Meins ist alles in der Public Domain. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das auf Tapete drucken, verkaufen, Millionen damit machen, gerne. Ja, aber what is open science? What is open research? Haben wir eine Videoeinleitung. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Können wir das hier lauter machen? Open research. Open research is the concept of scientists sharing their research with the world as soon as they record it for themselves. This is essential to make research more efficient than it is today. Research resembles a puzzle. A heap of pieces has to be assembled into a coherent picture. Yet some of the pieces are unknown, and traditional non-open science keeps much of the remainder hidden behind barriers erected by pre-digital reputation and reward systems. Open science means tackling research problems collaboratively by sharing research tools, data, materials, and code as they arise, and by building on the shared work. As Beethoven said, there should be only one repository of research in the world to which the artist would donate his works in order to take what he would need. Ideally, scientific research would be in the public domain by default, and Beethoven's repository would be federated rather than centralized. Das Video ist natürlich auch in der Public Domain, kann jeder gerne adaptieren, zum Beispiel auf Deutsch übersetzen oder sowas ähnliches. Ja, ja, das war die Einleitung zu Open Research oder sowas. Kann das mal jemand kurz zusammenfassen? Was ist der Knackpunkt? Wir sind nicht einfach nur zum Sitzen hier und ich kann auch mal kurz hier vergehen, sondern es geht darum, dass wir interagieren. Ja, kann das mal jemand zusammenfassen? In eigenen Worten? Oder soll ich nochmal spielen? Wir können auch die ganze Zeit so. Bitte? Naja, bei traditionellem Forschung ist das Problem halt oft mal, dass Forschungsergebnisse von anderen Leuten hinter Paywalls oder sonst irgendwas hängen. Das heißt, ich kann dann meine Forschungsarbeit nicht darauf aufbauen, weil ich aber nicht keinen Zugang dazu habe. Und die Idee wäre halt, dass möglichst viel unter Public Domain ist oder irgendwie anders geteilt werden kann, sodass ich halt auf Arbeit von anderen Leuten aufbauen soll, so wie es halt Forschung und Wissenschaft an und für sich voraussetzt oder denkt. Das sind wichtige Teilaspekte. Worauf es mir auch noch ankommt, ist, bei Open Science geht es wirklich um den Forschungsprozess. Bei den Diskussionen, die bisher so stattgefunden haben, unter der Überschrift Open Access üblicherweise, da geht es wirklich um die finalen Ergebnisse. Aber das, was wir in den 3 Jahren gemacht haben, bis wir die finalen Ergebnisse hatten, ist üblicherweise nicht sichtbar. Und das hat viele Effekte. Einige von denen sind auch durchaus positiv, aber viele Effekte sind halt eben auch problematisch. Also mal gucken, wie ich hier zu dem anderen Dings wieder hinkomme. Hopp, so. Gut, also es geht zusammengefasst hier, Scientists sharing their research with the world as soon as they record it for themselves. Ja? Also wenn ich Daten aufnehme, wenn ich irgendwas aufschreibe als Teil meines Forschungsprozesses, als Teil meiner Forschungstätigkeit, dann sollte das idealerweise jedem zugänglich sein. Es sei denn, ich habe einen guten Grund, das auch geheim zu halten. Aber guter Grund heißt nicht, aber dann könnte ja meine Karriere schaden oder dann könnte ja und... Nee, einen guten Grund. Ne? Gut. Und jetzt habe ich hier eigentlich ein paar Sachen highlighten wollen. Ich habe das vorhin im Flugzeug bearbeitet und war dann natürlich nicht online. Einiges in der Formulierung nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Also was ich haben wollte, ist eigentlich, dass ein paar dieser Konzepte gehighlightet sind, nämlich Sharing, Research, The World and Record. Und durch diese Sachen gehen wir jetzt kurz durch. Und natürlich Open. Was heißt Open in diesem Kontext? Es gibt eine Open Definition. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit nur Definitionen machen. Deswegen habe ich es kurz zusammengefasst. Es gibt eben keine Beschränkung in der Art der Nutzung. Ja, das heißt, wenn ich das im Kleinzüchterverein verwenden möchte oder im Großforschungszentrum, ist alles erlaubt. Es gibt keine Einschränkung, dass ich es nur im akademischen Kontext nutzen darf. Es gibt keine Einschränkung, dass ich es nicht kommerziell nutzen darf.
Ja? Und wenn wir diese Komponenten haben, es wird also sofort geteilt, es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Nachnutzung, dann haben wir ungefähr ein Gefühl dafür, was Open Science bedeutet. Und wenn wir das jetzt mal sickern lassen, dann ist das schon ziemlich anders als das, was wir gewohnt sind aus der Forschung. Die meisten Sachen, die in der Forschung laufen, die werden nicht sofort geteilt. Und wenn sie geteilt werden, werden sie nicht auf eine Art und Weise geteilt, dass jeder damit machen kann, was er will. Ne? Da könnte ja jeder. Wo kommen wir denn da hin? Bitte schön. Ja, aber das ist auch ein bisschen ein Problem, weil Fördergeber ja auch unter anderem sagen, die Ergebnisse dürfen nicht kommerzialisiert werden. Und wenn jetzt alle, die ganze Breite, die Bandbreite offen wäre, dann naja, ist es ein bisschen schwierig. Gut, dann muss man mal mit den Fördergeldern oder mit den Fördergebern reden. Aus welchen Gründen sie das sagen und unter welchen Bedingungen das denn gilt und unter welchen Bedingungen das vielleicht angemessen ist und wie wir das dann zu einer guten Überschneidung bringen. Ne? Aber jedenfalls klar ist, der Default generell in der Wissenschaft ist jetzt, es ist sowieso nicht offen in keiner der möglichen Definitionsarten. Und ich will heute einfach nur ein bisschen illustrieren, was es denn heißt, wenn es denn offen wäre und was es denn schon für Bestrebungen gibt in dieser Richtung. Gut, was heißt Research in diesem Kontext? Das ist auch wieder schwierig. Wissenschaft findet ja im Wesentlichen auf Englisch statt. Natürlich, viele Leute haben andere Sprachen als ihre erste und zweite, dritte, sonst wie Sprache. Und deswegen, das Ganze ist auch unter Open Science angekündigt. In vielen Kontexten wird Open Science und Open Research als Synonym angesehen. Viele Humanwissenschaftler, die, sagen wir mal, englisch basiert sind, finden das einen Affront. Ich werde es hier auch im Wesentlichen synonym verwenden, aber davon Gebrauch machen, dass in Sprachen wie dem Deutschen die Wissenschaft halt die Humanwissenschaften einschließt. Und so bitte ich das auch zu verstehen. Also die Sachen hier, die ich hier vorstelle, die sind zwar im Wesentlichen Beispiele aus den Naturwissenschaften, aus der Medizin, einfach weil ich in den Bereichen aktiv bin, aber vom Prinzip her kann man das auch anwenden auf humanwissenschaftliche Forschung. Und hier geht es also darum, Open Research, wenn wir darüber sprechen, dann meinen wir einfach das systematische Herangehen an die Produktion von Wissen. Idealerweise habe ich in Klammern getan, weil es halt eben häufig nicht tatsächlich Hauptzweck ist dessen oder auch häufig auch vergessen wird, dass wirklich die Menschheit als Ganzes davon profitiert. Ne, viele Sachen, die finden wir einfach heraus, weil wir das interessant finden oder weil gerade ein Geldgeber einen Call dafür veröffentlicht hat. Ne, ist eigentlich die Wissenschaft, die Menschheit als Ganzes soll nicht unbedingt davon profitieren. Gut, was heißt Recording in diesem Kontext? Das ist halt, dass wir Informationen sammeln darüber, was wir eigentlich gemacht haben. Ne? Also, wenn ich eine Ausgrabung mache, dann muss ich natürlich wissen, wo findet die Ausgrabung statt und dann aber halt eben auch, ja, welche Arbeitsmittel brauche ich denn? Wie tief möchte ich graben? An welchen Stellen genau? Wonach suche ich beim Graben? Muss ich vielleicht sieben und alles solche Sachen? Das muss ich festhalten, sodass dann später, wenn andere Leute das nachvollziehen wollen oder wenn man eine Zeit lang braucht für die Analyse, dann ist man das auch selber, dass man wirklich sich auf diese Notizen verlassen kann, sonst weiß man nicht mehr, was da eigentlich passiert ist, kann man das auch nicht mehr selber vernünftig interpretieren. Das heißt, wenn wir irgendwas machen in Open Science, dann haben wir immer den anderen im Hinterkopf, der damit was anfangen soll und der andere können wir sein in ein paar Monaten, weil wir halt eben jetzt gerade direkten Zugang haben. Und Sharing heißt, Zugang zu geben zu den Sachen, die wir da eben machen. Und zwar so, dass die anderen auch rankommen. Das heißt nicht publizieren in einem Buch, was 50 Mal gedruckt wird und dann irgendwo in kleinen Bibliotheken steht, vielleicht noch im Bunker der Nationalbibliothek, wo kein Mensch rankommt, sondern da, wo die Leute rankommen. In einem Format, was die Leute benutzen können. Ich gehe jetzt nicht auf andere Formate ein. Und ja, halt mit Nachnutzrechten, die der Open-Definition entsprechen. Und hier hatte ich noch bei Recording, es soll möglich sein, dass andere Leute halt eben einschätzen können, evaluieren, was denn da an Forschung gemacht wurde. Wie hat uns das jetzt vorwärts gebracht, dass wir an dieser Stelle eine Grabung durchgeführt haben? Wie hat uns das jetzt vorwärts gebracht, dass wir mit dem Mikroskop jetzt diese Zelle fotografiert haben? Ne? Und dieses Assessment, das ist dann hat bestimmte Komponenten. Wir können also evaluieren, wie diese Wissenschaft durchgeführt, diese Forschung durchgeführt wurde, wie sie geplant wurde und auch wie sie aufgenommen, recorded wurde. Dann, wir können evaluieren, ob die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen worden sind, angemessen sind. Und dann, was auch noch oft der Fall ist, wir können im Wesentlichen gucken, wie buzzword compliant denn das ist. Das ist ein großer Aspekt dessen, was wir in der Wissenschaft machen. Und selten wieder,
wie die Wissenschaft sich eigentlich an die großen Probleme der Welt heranwagt, wie dieses spezielle Stück Forschung eben dazu beiträgt. Und ja, gibt es natürlich auch Fachbegriffe dazu. Die meisten Fachbegriffe sind Englisch, also reden wir über Peer Review. Deswegen ist das auch im Titel mit drin, Open Science, ne, Open Research, Peer Review, sind die zwei Elemente vom Titel. Und ja, Peer Review gibt es in verschiedenen Arten. Auf Deutsch sagt man meistens Begutachtungsverfahren. Und typischerweise wird es verwendet für die Begutachtung von Forschungsideen und auch für eine Publikation. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wenn ich zum Beispiel Messzeit in einem Großforschungszentrum oder einem großen Instrument beantragen möchte, wo ich selber keinen Zugang habe. Also gibt noch ein paar solche andere Bedingungen, aber im Wesentlichen sind es geplante Forschung und durchgeführte Forschung. Und dieser ganze Prozess ist traditionell nicht öffentlich. Wenn wir ihn denn aber öffentlich machen, dann gibt es bestimmte Schrauben, an denen wir drehen können. Und all diese Schrauben, wenn die mal ein bisschen gedreht wurden, sind schon als Open Peer Review bezeichnet worden im Wesentlichen, was natürlich Konfusion fördert. Deswegen habe ich es hier mal relativ deutlich aufgeschlüsselt. Man kann es noch weiter aufschlüsseln, aber das ist dann für die Folie ein bisschen zu schwierig. Ne? Also, man kann es aufschlüsseln danach, wann die Begutachtung stattfindet. Schon vor dem, bevor man anfängt zu schreiben, kann man vom Kritiker sagen, man kann andere Leute zur Begutachtung einer Idee oder was einladen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Idee, ich möchte jetzt, was weiß ich, Bambus auf dem Mond anbauen. Ne? Diese Idee kann ich jetzt, bevor ich sie irgendwo niederschreibe, kann ich in den Raum stellen und dann Feedback dazu einholen. Ne? Und dann, wenn ich eine Idee habe, die ein gutes Feedback erhalten hat, kann ich dann auch anfangen, sie aufzuschreiben. Und ich kann auch während des Schreibens kann ich auch Feedback einholen. In Google Doc zum Beispiel kann ich den Link tweeten und die Leute einladen. Manchmal kommt durchaus was Sinnvolles dabei raus. Ich kann, das machen schon viele Wissenschaftler, vor der Einreichung von irgendwas, einem Forschungsantrag oder eines Artikels oder sowas, das Kollegen zum Lesen geben. Das machen sehr viele eigentlich. Aber bitte nicht vorher drüber reden und sowas und bloß nicht ins Internet stellen und so. Ne? Und natürlich nach der Einreichung wird das auch immer noch rumgereicht. Dort findet der klassische formelle Peer Review statt, aber auch alles hinter dem Vorhang. Ja? Und vom Prinzip her müssen wir uns da also aber auch nicht beschränken. Wenn dann das Ganze mal für die Publikation angenommen ist, dann können wir auch danach weiter Feedback geben. Und das ist eigentlich der entscheidende Schritt im Peer Review. Die Sachen, die veröffentlicht sind, die Teil der wissenschaftlichen Literatur geworden sind, die lesen sich dann Leute durch, die vielleicht bisher gar nicht damit zu tun hatten. Das waren eben nicht die Kollegen, sondern sind Leute, die wollen darauf aufbauen. Die machen irgendwas Ähnliches, entweder gleiches System, gleiche Methode oder irgendwie was, was damit zusammenhängt. Und die wollen da richtig tief einsteigen. Die gucken sich dann halt eben auch an, mit wie tief haben sie dort gegraben, haben sie denn gesiebt, welche Korngröße hatte denn das Sieb. Denn wenn dann jemand zum Beispiel an mikroskopischen Muscheln interessiert ist und merkt, ja, die haben aber mit 5 mm Siebgröße gearbeitet, dann weiß er findet seine Muscheln dort nicht und kann den Rest des Papers quasi ignorieren. Aber wenn er weiß, die haben mit Mikrometer Sieben gesiebt, dann kann er gucken, ob die dort seine Muscheln finden und solche Sachen. Die gehen dann richtig rein, lesen das und sagen dann halt eben auch, ja, die hätten aber konsistent, die hätten nicht nur hier mit der 5 Mikrometer Sieb machen müssen, sondern halt eben auch hier. Haben sie aber nicht, deswegen sehen wir die Muscheln hier und nicht hier. Ne? Und gut, das war also Zeitpunkt des Peer Reviews. Vom Prinzip her kann man das die ganze Zeit machen und vor allen Dingen, man kann es auch schon machen, während man sein Experiment macht oder so. Ja? Viele Experimente finden ja auch statt ohne direkte Förderung, das sind diese Preliminary Results, von denen jeder irgendwo eine Schublade voll hat, die man dann immer gezielt injizieren muss. Man kann Feedback an jeder Stufe des Forschungszyklus einholen und solange die Leute, die da Feedback geben, einigermaßen kompetent sind in diesem Bereich, wo wir das machen, das kann nur ein Aspekt dessen sein. Das kann die Methode sein, kann das System sein, mit dem wir arbeiten oder vielleicht nur ein Stück Code, was wir verwenden, also Software. Irgendein Aspekt, wo sie vielleicht mehr Ahnung haben als wir, und davon gibt es in den meisten Forschungsprojekten eine ganze Menge. Ne? Wenn wir Systeme haben, die dieses Feedback sinnvoll kanalisieren, kann das die Forschung deutlich verbessern und auch beschleunigen, auch interessanter machen und relevanter für die Gesellschaft. Gut,
Dann gibt es verschiedene Arten, wie der Peer Review geöffnet werden kann. Also hier, Zeitpunkt. Geöffnet die Submission. Der Fakt, dass etwas eingereicht wurde, ist bei den meisten Fördergebern nicht öffentlich. Es gibt zwar immer irgendwo eine Ausschreibung, ja, bitte reicht uns eure Projektvorschläge ein. Und dann irgendwann gibt es eine tote Linie. Und danach, Monate, Jahre danach, gibt es dann irgendwann, ja, und wir fordern jetzt den und den. In dieser Zeit dazwischen weiß keiner außer denen, die eingereicht haben, und außer dem Fördergeber und den direkt beauftragten Gutachtern, wer denn eigentlich eingereicht hat. Wir können immer vermuten, dass mehr Leute eingereicht haben, als Geld da ist und so, ne, aber wir wissen es nicht. So, dann, das ist auch nur der Fakt, dass eingereicht ist. Aber die Einreichungen selber, die sind noch verschlossener als das. Ne? Die sind bestenfalls bekannt den Gutachtern. Auch nicht jeder Gutachter sieht alle Einreichungen, sondern jeder Gutachter sieht üblicherweise nur einen kleinen Teil der Einreichungen. Und am Ende ist es, also die abgelehnten Einreichungen, bei den Zeitschriften werden viele Artikel werden einfach abgelehnt, nach dem Motto, passt nicht in das Journal, weil wir hier ein Archäologiejournal haben, das ist aber Physik, passt die Physik nicht rein. Dass wir aber Physik der Archäologie gemacht haben, physikalische Prinzipien verwenden, um die Archäologie zu verbessern, ist manchmal egal, ist halt Physik, muss raus. Ne? Oder gibt noch viele andere Gründe, warum was abgelehnt wird, und beim Geldgeber natürlich genauso. Die meisten Sachen werden abgelehnt. So, aber was halt eingereicht wurde, ist am Ende nicht, üblicherweise nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Das, was bekannt wird, sind nur die Sachen, die dann akzeptiert werden. Die Projekte, die gefördert werden vom Geldgeber, oder die Artikel, die am Ende dann tatsächlich publiziert werden in der Zeitschrift. Die nächste Ebene, wo was geöffnet werden kann, sind die Autoren. Es gibt schon verschiedene Verfahren, mit dem Parameter wurde eigentlich schon eine ganze Weile rumgespielt. Gibt es auch Single-Blind, Double-Blind, verschiedene Verfahren, muss man jetzt nicht in Detail reingehen. Die Frage ist, wissen die Begutachter, wer das geschrieben hat? Im Normalfall ja, unter bestimmten Bedingungen eben nicht. Und wissen, weiß die Welt draußen, wer das geschrieben hat, beim Artikel eigentlich immer. Es gibt ganz wenige wissenschaftliche Artikel, die heutzutage unter Anonymous veröffentlicht werden. Aber bei den Grant Proposals, bei dem Writing, weiß man es halt eben auch nicht immer unbedingt. Da steht nur der Hauptwissenschaftler drauf, PI, Principal Investigator. Wer sonst noch mitgeschrieben hat, ist häufig nicht erwähnt. Und ja, wie gesagt, es werden auch nur dann die Autoren bekannt, wenn es tatsächlich veröffentlicht wird oder wenn die der Grant bewilligt wurde. Dann kann man natürlich auch noch die Reviewer, Informationen über die Reviewer kann man auch öffentlich machen. Im Wesentlichen das Gleiche. Der Normalfall ist, dass die Identität der Reviewer dem Autoren nicht bekannt ist und der Öffentlichkeit auch nicht bekannt ist. Auch da gibt es Ausnahmen. Und dann die Reviews, also die Gutachten selber. Im Normalfall sind auch die nicht öffentlich. Im Normalfall bei den Zeitschriften kriegt sie der Autor, bei den Geldgebern ist auch schon wieder unterschiedlich. Manchmal kriegt man als Autor eines Projektvorschlages selbst diese Begutachtung nicht zu lesen oder nur eine Zusammenfassung der Begutachtung. Manchmal kriegt man aber auch alles, was der Fördergeber selber hat, was die Begutachter eben geschrieben haben. Und in der Öffentlichkeit, also im Sinne von public, open, ist halt der Normalfall auch, dass die Reviews eben nicht offen sind. So, also an all diesen Parametern kann man drehen und in diesen verschiedenen Art und Weisen. Bei Submissions oben hatte ich noch vergessen, es gibt hier Preprint-Servers, Datenbanken und sowas. Das sind auch Submissions, also Einreichungen. Also das ist die Stelle, wo die formelle Begutachtung von Wissenschaft stattfindet. Ja, also wenn es eine große, wichtige Datenbank gibt in einem Feld, man hat einen wichtigen Datensatz da reingelegt, dann ist das was. Das kriegen die Leute, die in dem Feld arbeiten, die kriegen das mit. Die gucken dann aber auch genau, ist der Datensatz wirklich gut? Ist der richtig beschrieben auch? Haben die das alles richtig gemacht? Da findet die Begutachtung statt. Was zählt wiederum, sind andere Sachen. Wie viele Sachen hat man offiziell publiziert in klassischen Artikeln und dann wie viele Millionen hat man in Fördergeldern gekriegt? Ne? Viele solche Sachen, die spielen in die große Evaluation mit rein, wenn man dann zum Beispiel auf dem Weg ist, Professor zu werden. Gut, ich arbeite jetzt am NIH. Wer weiß, was das NIH ist? Okay, sehr wenige. Ganz grob ist eine der größten Forschungsinstituten der Welt. Und zwar fokussiert auf den Bereich Biomedizin
und ist letztendlich Teil des Department of Health and Human Services. In den meisten Ländern heißt das Gesundheitsministerium, ne? Können wir es ein bisschen komplexer benannt. Und ja, das hat auch eine Mission, die im Wesentlichen sagt, ja, wir wollen die Gesundheit der Leute verbessern und auch die Krankheiten besser behandeln können. So, ich gehöre dort zum Data Science Team und ja, weil es eine der größten Forschungseinrichtungen der Welt ist, haben wir einfach Unmengen an Daten. NIH ist eingeteilt in 27 Teilinstitute, kann man sagen. Da gibt es National Cancer Institute, National Institute of Child Health und so weiter, 27 von der Sorte, National Library of Medicine. Und ja, jeder hat bisher seine Daten auf eigene Art und Weise behandelt. Und das Data Science Team versucht jetzt, die Praktiken bezüglich der Behandlung von Daten über diese 27 Zentren einigermaßen zu harmonisieren. Da zusätzliche Schwierigkeit ist noch, es gibt viele Forscher am NIH selber, 30.000, aber es gibt noch ungefähr die gleiche Anzahl, die halt in der ganzen USA und teilweise sogar in wenigen Ausnahmen auch anderswo gefördert werden vom NIH, aber die sind an anderen Institutionen, typischerweise an der Universität, also so ähnlich wie der FWF halt Forschung an der Uni Linz oder sowas fördert. Na? Und ja, dann, wir haben immer noch den Open Science, haben wir als, ja klar, Open Linz. Linz ist natürlich die Ausnahme, typischerweise geht ja alles nach Wien, aber die anderen gibt es ja auch, die sollen auch leben, sind ja unsere Freunde. Ne? So, ja, und dann Open Science, wie gesagt, Sharing ist ein ganz wichtiges Prinzip des Ganzen und deswegen gibt es Sharing Policies, relevant to NIH. Aber ich hatte schon gesagt, es gibt diese 27 Institute und innerhalb dieser 27 Institute gibt es auch immer noch verschiedene Gruppierungen und Untergruppierungen und so. Ganz grob gibt es hunderte bis tausende von Policies, die sich nur mit Sharing von Data und sowas beschäftigen. Die Matrix hat noch keiner wirklich erstellt, wir sind ein bisschen da dran, jetzt das tatsächlich zu machen, denn wir wollen sie harmonisieren. Und das Ganze ist noch überlagert. Es gibt natürlich auch Policies auf dem internationalen Level. Hier zum Beispiel die Bethesda Statement. Bethesda ist der Ort in den USA, im Bundesstaat Maryland, wo das NIH sitzt. Ne, da gab es mal wieder eine Tagung, da haben sie ein Kommuniqué, würde man auf Deutsch sagen, wahrscheinlich veröffentlicht, wo es darum geht, ja, Open Access zu unterstützen. Ähnliche Erklärungen gab es in Budapest und Berlin. Und ja, in Berlin hat zum Beispiel der FWF auch unterzeichnet. Und ja, dann gibt es noch disziplinspezifische Erklärungen, zum Beispiel die Bermuda Principles, da gab es halt mal eine Konferenz auf Bermuda, wo sie die Genetiker getroffen haben, gesagt, so ab demnächst, wir haben das Datum klar benannt, werden, wenn einer ein Genom sequenziert hat oder ein Gen sequenziert hat, wird das sofort online gestellt. Sofort heißt innerhalb von 24 Stunden, sonst ist es keine Genetik. Ne? Und das Ganze haben die entsprechenden Fördergeber, haben die Zeitschriften und die Institutionen mitgetragen und seitdem ist das in der Humangenetik Standard. Wenn man Genetik von anderen Organismen macht, ist es immer noch ein bisschen schwieriger, aber in der Humangenetik ist das Standard. Wenn man seine Sequenzen nicht innerhalb von 24 Stunden hochgeladen hat, ist es keine Genetik mehr. So. Und dann gibt es natürlich noch Regelungen auf der, ich sage jetzt mal, Bundesstaat, also Bundesebene. Zum Beispiel gibt es im Weißen Haus ein Office of Science and Technology Policy und die machen halt eben Science and Technology Policy und schreiben mal wieder Papiere und die sind relevant für alles, was Einrichtungen der Regierung sind. Da zählt das NIH auch mit dazu. Ne? Also zum Beispiel haben die im Februar 2003 gesagt, dass alle ja, Bundesagentur, also Forschungsinstitutionen, die mehr als 100 Millionen Dollar in Forschung stecken pro Jahr und davon gibt es 20 oder so, ne? Also es sind Dimensionen, da wundert man sich manchmal. Und die müssen halt eben jetzt klare Bedingungen aufschreiben, unter welch, also wie Daten geshared werden müssen. So, und dann stehen auch Deadlines drin und so weiter. Hier gibt es Überblick, wie weit die jetzt alle sind, aber NIH hat das eben auch gemacht. Und dann gibt es noch zusätzliche Sachen, zum Beispiel eine Executive Order von Präsident Obama, dass Open and Machine Readable the new default für Government Data sein soll. Open and Machine Readable. Wir sind noch nicht mal bei Open, aber Machine Readable habe ich noch gar nicht erwähnt. Das heißt einfach, wir denken jetzt beim Sharen nicht mehr nur an Menschen, sondern halt eben auch an Maschinen. Dass jemand ein Tool hat irgendwo, das läuft durchs Internet oder das läuft durch meine Datenbank, macht damit irgendwas algorithmisch, bastelt das mit einer anderen Datenbank zusammen, visualisiert das irgendwie oder
indiziert das irgendwie in irgendwelche anderen Arbeitsabläufe. Und dann gibt es noch andere Initiativen, zum Beispiel Personalized Medicine Initiative. Da werden die Genome von 1 Million Leuten sequenziert und diese 1 Million Leute unterlaufen noch alle möglichen anderen Untersuchungen, was weiß ich, Bluttest, Belastungs-EKG, Hirnscan, solche Sachen. Und dann lassen wir da die Data Scientists drauf. Und die Idee ist dann halt eben, endlich mal eine große Stichprobe zu haben. Denn viele Sachen, die halt mit einer Stichprobe arbeiten, die haben 20 Probanden oder irgendwie sowas. Da kann man mit den Ergebnissen nicht viel aussagen. Wenn man 1 Million hat, ist die Statistik schon wesentlich besser. Aber ist halt aufwendig, deswegen braucht man große Institutionen. Oder Blue Button. Wer war schon mal beim Arzt? Hallo. Ich wollte nur mal testen, ob wer schon eingeschlafen ist. Also, die Daten, die der Arzt dort erhoben hat, oder das Krankenhaus oder wer auch immer, die liegen üblicherweise dort. Und wenn ich einfach mal sämtliche Daten, die sämtliche Ärzte oder Krankenhäuser über mich haben, wenn ich die mal zusammen haben möchte, bin ich ein Jahr beschäftigt, diese zusammen zu kriegen. In den USA gibt es eine Initiative, die heißt der Blue Button. Die Idee dahinter ist, dass ich diesen Button presse und dann kriege ich das, kann ich das downloaden. Das System wird momentan mit Unmengen von Geld gefördert. Es gibt ähnliche Systeme schon in anderen Ländern, in UK, Schweden und so weiter. Wird kaum genutzt. Ne? Aber trotzdem, wir sind auch dabei, viele Millionen reinzupumpen. Ob es genutzt wird, hängt auch von den Leuten ab. Ne? Ja, und dann kommen noch so Sachen dazu. Hier, Rehabilitation Act. Das ist zum Beispiel die Sachen, die wir ins Internet stellen, die sollen auch möglichst denen verfügbar sein, die ja, behindert, sagen wir auf Deutsch, sind oder werden. Ne? Also wer nicht voll sehen kann, nicht voll hören kann, solche Sachen, die werden in diesem Act bedacht. Und das heißt, die Sachen, die wir aufschreiben oder sowas, oder auch Video zum Beispiel, wenn ein Video von einem Vortrag wie hier ins Netz gestellt wird, auf einer Seite vom NIH, dann muss der entsprechend mit Untertiteln versehen sein. Sonst ist das nicht compliant mit diesem 5-8, damit halt einfach diesen Leuten auch geholfen wird. Und die werden oft vergessen. Ne? So, na ja gut, dann, wie gesagt, das war das Federal Level. Dann, so könnte ich das runterdeklinieren. Wir sind jetzt hier auf dem Level von dem Gesundheitsministerium. Das lasse ich jetzt mal. Ich scroll einfach weiter. Also da gibt es auch Regeln. Auf dem NIH-Level gibt es auch Regeln. Ne? Und dann auf dem Level der einzelnen Centers gibt es nochmal Regeln. Das muss man als Wissenschaftler, theoretisch muss man das alles beachten. Das ist genauso wie bei Facebook. Log dich ein, ich akzeptiere, oder hier beim Wi-Fi, ich war gerade am Flughafen, akzeptiere die Benutzungsbedingungen, die liest natürlich kein Schwein. Ne? Und hier solche Regelungen, die muss der Wissenschaftler eigentlich alle beachten. Aber es gibt keine Tools, die zum Beispiel gucken, ob diese Policy jetzt mit der Policy, die da zusammenpasst, oder an welchen Stellen die eben nicht passen. Diese Tools fangen wir jetzt an zu entwickeln. Und das ist dann letztendlich nur ein Funder. Dann gibt es noch den FWF, dann gibt es die DFG, dann gibt es Wellcome Trust und so weiter. Viele Leute arbeiten ja kollaborativ mit anderen Wissenschaftlern. Das heißt, viele von diesen Bedingungen, die da eigentlich befolgt werden müssen, die sind praktisch nicht immer befolgbar. Oder die Wissenschaftler wissen es einfach nicht. Die können auch nicht alles wissen. Sie sollen ja Wissenschaftler sein in dem Gebiet, in dem sie trainiert sind. Sie sollen nicht alle Juristen werden. Ne? Ja, aber irgendwie muss man das zusammenbringen. Das ist noch nicht so klar, wie das alles läuft. Deswegen arbeiten ja Leute auch daran, dieses Ganze zu administrieren. Einen Aspekt habe ich mir mal rausgenommen. Nämlich Data Management Plans. Gut. Wer war schon mal im Urlaub und hat eine Pauschalreise gebucht? Nicht alle einschlafen hier, ne? Gut. Bitteschön. Was hat der Reiseveranstalter Ihnen dann gegeben als erstes? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es wurde damals für mich gebucht. Ich werde mit. Das ist natürlich immer schön. Es wurde für mich getan. Das wäre natürlich auch schön in der Wissenschaft. Könnte jemand den Vortrag für mich halten? Ich bleib mal hier, setze mich hin. Ne? Was gibt's noch? Noch jemand anders eine Antwort. Was hat der Reiseveranstalter damals gegeben? Das ist ja Kuvert, Zeug drin. Nee, Zeug, was war denn da für Zeug drin? Ja, Flugtickets, Gutscheine. Flugtickets, Gutscheine. Gut, was ich primär hören wollte, ist ein Plan, Reiseplan. Abfahrtsort dort und dort. Dann geht's für ein paar Stunden dahin. Also ich habe so eine Sache auch mal, ich habe teilweise in Japan, Korea studiert, dort wollten die Leute dann mal ihren Jahresurlaub, nämlich die 7 Tage in Europa, wollten sie geplant haben. Möglichst 30 europäische Städte und sowas. Das heißt, Frühstück in Ankara und mittags in Wien und abends in Paris und so und solche Sachen. Diesen Reiseplan, darum geht's. Und jetzt wollen wir aber als Wissenschaftler natürlich nicht nur Leute auf die Reise schicken. Wissenschaftler reisen auch sehr viel. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie können wir es ermöglichen, dass Daten reisen können.
Ne? Jetzt denken wir also quasi in diesem Modus des Reiseplans, da haben wir eine Reisegesellschaft, die besteht aus verschiedenen Formen von Daten. Wie können wir die denn um die Welt schicken? Ne? So. Und die entsprechenden Reisepläne heißen Data Management Plans. Und da steht letztendlich drin, welche Daten sollen erhoben werden oder wurden erhoben, wie viel davon, wo sollen die hin, wenn, oder wo werden sie erstmal zunächst gespeichert, wo sollen sie langfristig hin, welche Nutzungsrechte sollen da dran und so weiter. Ne? Und ja, da gibt es jetzt, das sollte ich vielleicht mal zeigen, Data Management Plans am NIH. Hier. Gibt es auch wieder so eine Sharing Policy. If your grant is above 500, also half a million Dollars, für die Projekte ist ein Data Management Plan Vorschrift. Die Vorschrift ändert sich im Januar nächsten Jahres, dann ist es für alle NIH-geförderten Projekte Pflicht. Und das sind eine ganze Menge. Das heißt, es kommen dann Tausende dieser Data Management Plans im NIH an. Gut, und die Sachbearbeiter freuen sich, die haben große Schubladen, aber alles passt da auch nicht rein. Ne? So, und deswegen wird jetzt verstärkt über Automatisierung nachgedacht. Wir hatten vorhin dieses Machine-Readable, Open and Machine-Readable. Das heißt, wir denken jetzt auch darüber nach, diese Data Management Plans Machine-Readable zu machen. Das heißt, wenn einer sagt, ich werde Hirnscans von Alzheimer-Patienten, von 50 Alzheimer-Patienten hier in Wien aufnehmen und das, am Ende sind das 4 Terabyte, die ich bis Sommer 2016 auf diesen und jenen Server hochladen werde. Diese Sachen werden quasi in Formularfeldern, die ein Algorithmus verstehen kann, eingeschrieben und dann schreiben wir halt eben auch Tools, die diese Formularfelder systematisch abfragen und dann feststellen, aha, gibt 50 Alzheimer-Patienten, deren Hirns gescannt wurden hier in Wien, dann gibt es aber auch noch welche in Linz, in Graz und vielleicht auch noch außerhalb von Österreich. Und dann können wir die Leute, die einerseits das selber gemacht haben, informieren, guck mal, da ist jemand anders, der macht das auch. Vielleicht könnt ihr ja zusammen, vielleicht habt ihr stärkere statistische Kraft, wenn ihr das zusammentut. Oder aber, der hat es ein bisschen anders gemacht. Vielleicht hilft euch das ja auch. Oder aber jemand, der einfach nur zum Beispiel einen statistischen Algorithmus testen möchte, der braucht eben mehr als die 20 oder 50, die sie hier hatten. Und der kann das, der weiß dann, aha, die kommen dann in 6, 7, 8, 9 Monaten oder sowas, kann dann schon damit planen, er kann seinen Antrag jetzt schreiben, damit er die Sachen dann analysieren kann, wenn sie dann fertig sind. Oder jemand macht eine Forschungsreise nach Madagaskar, um dort die Affen zu untersuchen und stellt dann fest über so ein Tool, dass jemand anders da zur gleichen Zeit auch nach Madagaskar hinfahren möchte, um Pflanzen sich anzugucken. Dann können sie die Logistik teilen, sich zum Beispiel den Notstromaggregat und solche Sachen teilen. Ne? Und das macht also die Forschung effizienter. Oder die Leute können auch jetzt schon fragen, oder vielleicht gibt es sogar einen Forscher aus Madagaskar, der das sieht, der sagt, Mensch, mach ich doch die ganze Zeit, lass uns doch zusammen machen und so weiter. Ne? Ja. Irgendwann wird ja die Erstellung des Data Managements Plans plötzlich eine eigene Wissenschaft. Oder weil die komplizierter wird als die Wissenschaft selber, um es mal jetzt ein bisschen übertrieben darzustellen. Tut das den Wissenschaftler nicht abschrecken? Ja, deswegen, also so wie bei der Infrastruktur, muss es Tools geben, die das Ganze vereinfachen. Habe ich auch ein paar verlinkt. Ja, darf ich den Satz noch zu Ende machen? Hier habe ich meine Noten zu Data Management Plans. Die verlinken auch zu, es gibt derzeit 2 Tools, mit denen man Data Management Plans erstellen kann. Die DFG fördert gerade die Erstellung eines dritten Tools, die macht das wieder alles ganz anders. Aber es gibt einige dieser Tools und die vereinfachen das Ganze. Ne? Gut, aber es gibt, sagen wir mal, Workshops und sowas, wo die Leute wirklich 1, 2, 3 Tage nur darüber reden, wie man Data Management Plans erstellt. Das erspare ich euch jetzt. Weiter. Meine nächste Frage wäre dazu gewesen, gibt es da schon Pilots am NIH, also wo das wirklich auch durchprobiert wurde mit einem Share von einer gewissen Anzahl von Data Management Plans? Also wo man Nein. probiert hat, also es gibt da noch keine... Nein, momentan gibt es die Überzeugung, dass wir etwas anderes als manuell machen müssen mit dieser Flut von erwarteten Data Management Plans. Wird es da irgendeine Pilotphase geben, wo man nur einen Teil herausgreift? Wir werden nicht sofort alle bearbeiten können. Wir sind da auch in Diskussionen mit anderen Leuten, die National Science Foundation zum Beispiel, das FWF-Pendant in den USA, die haben das schon seit 5 Jahren und deren Data Management Plans, die haben also schon die Schubladen voll.
Aber die sind nicht machine-readable und die merken, dass das schwierig ist zu verwalten. Das heißt, die sind auch interessiert, aber die warten quasi, dass jemand anders das mal macht und wahrscheinlich sind wir dann die Ersten. Wir sind aber auch mit den Leuten, die diese Tools geschrieben haben, in Kontakt, denn die könnten ja zum Beispiel in ihre Tools dann diese Formularfelder so ändern, dass am Ende was rauskommt, womit ein Algorithmus was anfangen kann. Und die sind eigentlich dem schon relativ aufgeschlossen gegenüber. Und wenn die Leute dann sowieso diese Tools nutzen, dann ändert sich für die eigentlich nichts, nur dass am Ende die Sachen auch noch maschinenlesbar sind, wodurch sich dann das Management dieser Data Management Plans deutlich vereinfacht. Ne? Momentan ist es primär eine Idee, aber ich arbeite da dran, und so noch ein paar andere, die auch dran arbeiten, also in den nächsten Monaten sollte es da die ersten Pilots geben. Vielleicht kann man da gerade was ergänzen aus österreichischer Sicht. Es gibt dieses österreichische Projekt, das wahrscheinlich alle von Ihnen kennen, das ist E-Infrastructures Austria. Da wird gerade mit dem Modul der Data Management Plans auch experimentiert an einzelnen Universitäten. Aber der ist genau den, den ich meinte, der so lang ist, dass man Wissenschaftler sein muss. Der ist einfach noch sehr, sehr lange, um ihn auszufüllen. Aber nur das. Ja, wenn wir aber da in die Richtung Maschinenlesbarkeit gehen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man quasi einen bestehenden Data Management Plan einfach forkt im GitHub Speak. Ne? Also einfach eine Kopie anlegt, die die wesentlichen Felder schon auto-populated, also aus Datenbankeinträgen befüllt, sodass nur die Sachen, die sich tatsächlich ändern, dann auch geändert werden müssen und sowas. Da gibt es auch Möglichkeiten. Und je maschinenlesbarer das Ganze ist, desto einfacher ist es handhabbar, wenn zumindest das User Interface einigermaßen stimmt. Ne? Ja, da gibt es einige Überlegungen dazu. Mein persönlicher Favorit ist, dass es ein Open-Source-Tool gibt. Die existierenden Tools sind nicht alle Open-Source. Ein Open-Source-Tool gibt, was an jeder Uni separat installiert werden kann und wo halt eben die unispezifischen Sachen schon vorgefüllt werden können und dann vielleicht auf nationaler Ebene gesammelt oder irgendwie sowas. Ja. Die sind vor allen Dingen datenspezifisch. Da ist das Fach manchmal nicht ganz so wichtig, denn zum Beispiel in der Neuroscience von einem Gehirn, da kann man ein EEG haben, da kann man ein MRI haben, da kann man irgendwie Tissue Samples, also Gewebeproben, ja. Manchmal ist das Deutsch ein bisschen schwierig. Ne? Kann man Gewebeproben haben, kann man alle möglichen anderen, und das gibt es in allen möglichen Datenformaten. Und die Datenformaten bestimmen letztendlich, wie ich mit den Daten umgehen muss, mehr als dass das Fach macht. Das ist relativ interessant, weil die Daten quasi auch helfen, gewisse Fachgrenzen zu überbrücken, weil sich der Mensch, der halt sagen wir mal, Video produziert auf Basis von Zellen, die er beobachtet hat, und der Mensch, der Video produziert auf Basis von Leuten, die er beim Tanzen beobachtet hat, die müssen sich über die gleichen Videoformate unterhalten. Machen sie dann auch. Und so ist wieder eine andere Möglichkeit, wie Fachgrenzen miteinander zusammenkommen können. Gut, wir wollen ja nachher eine Diskussion haben. Jetzt habe ich ein paar Sachen für die Diskussion mit vorbereitet. Also, hier gibt es einen Artikel, der heißt so schön, Want a Grant. Wenn man selber was einreicht, soll man selber auch was begutachten, ist das Prinzip hier. Hat die National Science Foundation mal gemacht. Hier hat Science drüber geschrieben. Dann hier ist ein Artikel darüber, was wäre denn, wenn wir die Einreichungen, also die Forschungspläne, Forschungsvorschläge auch öffentlich machen würden. Dann gibt es hier ein Journal, wants to publish your research ideas. Da klicken wir mal drauf, das finde ich nämlich sehr schön. Die Uni lässt mich nicht. Science. Ja, natürlich, ist wieder hinterm Paywall. Ne? That's nice. Maybe it's just that the wireless was cut. In principle, das ist ein Artikel in Science, also einem relativ bekannten Magazin. Okay, gut. Manchmal hat man sogar Zugang. Und die schreiben halt eben über ein neues Journal. Das heißt Research, Ideas and Outcomes, Rio. Ich habe hier das T-Shirt. Ne? Ich bin also nicht biased. Und da gibt es Manuskripte, eins davon ist dieses hier, und das ist ein Forschungsantrag, den hier in der Quantenphysik hat hier Thomas Husi, sitzt hier im Auditorium, eingereicht beim FWF, ist neulich gefördert worden und der soll jetzt in dem Journal veröffentlicht werden.
damit einfach mehr Leute Zugriff haben auf Forschungsanträge. Und wir haben, weil das bisher quasi noch keiner macht, haben wir doch ein paar quasi, wie würde man sagen, Kinderkrankheiten im System. Nämlich erstens, wir würden gerne die Gutachten davon mitveröffentlichen, also er würde die Gutachten zu seinem Forschungsantrag gerne mitveröffentlichen, aber die sind natürlich von jemand anders geschrieben. Das heißt, er hat nicht das Copyright, er hat nicht das Recht, die zu veröffentlichen. Wir wissen auch nicht, wer sie geschrieben hat, denn die Gutachten sind bei ihm ja anonym angekommen. Also hat er den FWF kontaktiert, hallo FWF, wäre es möglich, dass diese Gutachten veröffentlicht werden und so weiter. Und jetzt ist die Diskussion, der FWF hat Kontakt aufgenommen mit den Gutachtern, hat ihnen die Situation erklärt, wir wissen jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Es gibt noch andere Probleme. In dem Grant Proposal gibt es halt eben auch Abbildungen. Einige dieser Abbildungen stammen aus anderen Publikationen. Und weil halt bisher Grant Proposal immer geschrieben wurden unter der Annahme, dass sie immer im Verschluss bleiben, war das auch kein Problem. Da hat man halt eben das Bild von der Abbildung, von dem Paper und das Bild von dem Paper und so schön arrangiert. Wenn wir das jetzt aber veröffentlichen wollen, müssen wir wieder das Copyright beachten. Müssen wir also von all diesen vorhergehenden Veröffentlichungen die Genehmigung einholen, dass wir das überhaupt veröffentlichen können. Ne? Gut, was haben wir noch? Dann, ich habe also noch auch wieder mein Notizbuch. Ich habe quasi ein Laborbuch, das ist auch auf GitHub, alles öffentlich, ist hier verlinkt. Und dann gibt es noch Citizen Science, hat der Stefan vorhin auch schon erwähnt. Ne? Auch wieder Bericht in der großen Zeitschrift darüber, wie wichtig Citizen Science zunehmend wird. Eine der Datenbanken, die ich persönlich sehr interessant halte in dem Zusammenhang, ist Wikidata. Also es gibt Wikipedia als die Enzyklopädie und Wikidata eben letztendlich das gleiche, die Datenbank, die jeder editieren kann. Ne? Die ist noch relativ jung, gibt es erst seit 3 Jahren, Wikipedia ist schon ein bisschen älter. Und ja, die ist halt nach Standards aufgebaut und frei lizenziert und sowas und wird immer mehr mit anderen Datenbanken inklusive am NIH integriert und wird dadurch auch langsam zu einem Tool, was die Wissenschaftler verwenden können. Dann Patient-Led Information oder Innovation und Patient Peer Review. Bisher viele Studien in der Medizin sind halt von Wissenschaftlern geschrieben worden, von Wissenschaftlern begutachtet worden. Es hat keiner gefragt, was Patienten darüber denken oder was Patienten sich eigentlich wünschen. Oder viele Tools, Methodologien oder halt eben auch andere Unterstützungsmittel für Patienten sind von Wissenschaftlern und manchmal auch in der Wirtschaft entwickelt worden. Aber viele Patienten oder auch Krankenschwestern oder so haben auch Ideen. Und jetzt über diese Patient-Led Innovation gibt es mehr, sagen wir mal, Möglichkeiten, das mit der Wissenschaft zu vernetzen. Ja, hier sind entsprechende Plattformen vernetzt. Oder Consent, diese Einwilligung der Patienten. Gibt es auch ganz viele verschiedene Einwilligungen, wozu sie eigentlich einwilligen. Die sind meistens für einen ganz bestimmten Zweck. Das heißt, diese 50 Alzheimer-Scans, die ich vorhin erwähnt hatte, hier in Wien, die sind im Wesentlichen daran gebunden, dass nur Leute aus Wien auch zugreifen können. Und zwar auch nur für den Zweck, der irgendwie da mal den Leuten gesagt wurde, als sie gescannt wurden. Und wenn wir das dann mit den 50 aus Linz oder womöglich noch von woanders zusammentun möchten, müssen wir gucken, in den meisten Fällen sind die entsprechenden Einwilligungserklärungen nicht gut genug, um das zu erlauben. Das heißt, wir müssen an diesen Stellen arbeiten. Oder auch die Formulare, die wir dafür ausfüllen müssen, um die Einwilligung eines Patienten zu kriegen, sind so komplex, dass es viele kranke Patienten einfach nicht mehr schaffen. Die sind teilweise komplexer als die Data Management Planning Formulare, die wir vorhin schon besprochen haben. Und jemand, dem es schlecht geht, der im Bett liegt, der kann sowas Komplexes nicht ausfüllen. Und die Leute, die dann aus seiner Familie vielleicht so neben ihm sitzen, die wollen sich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Das muss man einfacher machen. Und hier gibt es relativ innovative Methoden, wo man einfach zum Beispiel ein Mobiltelefon nimmt. Das hat Sensoren in alle möglichen Richtungen. Da muss man das Mobiltelefon einfach nur in einer bestimmten Art und Weise, ich habe jetzt meins, nehmen wir das, habe auch eins dabei, ne? Einfach so hier schütteln heißt halt in diesem Menüpunkt, wo wir gerade sind, ja. Und dann gibt es auch mal ein kleines Video für jede Frage, die beantwortet werden muss. Guckt man sich auf dem Phone an und dann schüttelt man so, heißt ja, und schüttelt man so oder so, das heißt nein. Es ist einfach, man muss jetzt nicht irgendwie komplizierte Sachen machen. Das kann auch jemand, der noch im Bett liegt, kann das noch machen. Dann gibt es auch zunehmend Patienten,
die sind von Arzt zu Arzt gerannt, die Ärzte sagen, ja, ich weiß es nicht, es ist das und das stimmt nicht, das und das stimmt nicht, aber was du jetzt für eine Krankheit genau hast, wissen wir nicht. Und das, davon gibt es halt, gab es schon immer, ne? Aber in einigen dieser Fälle geht das einfach zum Beispiel auf genetische Defekte zurück. Und manchmal ist es halt der erste genetische Defekt dieser Art, der irgendwo detektiert wird. Und viele dieser Patienten, die sagen sich dann, wenn mir die Ärzte nicht helfen können, ich stelle die Sachen ins Internet und lasse die ganze Welt davon wissen. Irgendwer wird schon was wissen. Und dann wird halt diese ganze Sache dieser Patientengeheimhaltung oder Geheimhaltung von Patientendaten ein bisschen auf den Kopf gestellt. Die Patienten wollen, dass die Welt es weiß, weil die Patienten wollen, dass ihnen jemand hilft. Ne? Mit solchen Sachen müssen wir uns halt eben auch noch beschäftigen. Und dann, es gibt immer wieder Notfälle. Also Terroranschläge, Erdbeben, Tsunamis, solche Sachen. Und in den Notfällen hat sich eine ganze Reihe von offenen Ansätzen etabliert. Also zum Beispiel nach dem Erdbeben in Haiti vor ein paar Jahren fingen die Leute an, OpenStreetMap, so eine Art Wikipedia für Karten, ganz heftig zu editieren rund um Haiti, damit die Leute vor Ort, die Helfer vor Ort, eine vernünftige Karte hatten wenigstens und so weiter. Und es gab, als es die Vogelgrippe, als die zum ersten Mal als Epidemie um die Welt ging, hat ein Publisher PLOS, Public Library of Science, ein neues Journal herausgebracht, wo man innerhalb von einem Tag quasi den Begutachtungsprozess durchlaufen hat, einfach um den Prozess schneller zu machen, damit, weil, während wir noch nicht wissen, wie, was das alles ist mit dieser komischen Krankheit da, dass wir nicht die 3, 6, 8 Monate oder sowas einfach verlieren durch den klassischen Begutachtungsprozess. Oder vor ein paar Jahren gab es eine E. coli, so einen Outbreak, wo halt in Deutschland diverse Leute gestorben sind, weil sie letztendlich, was waren es, Sojasprossen oder so gegessen hatten. Aber am Anfang wusste es keiner, was es war. Das heißt, es wurde der Import sämtlicher Gemüsesorten aus Spanien zum Beispiel verboten nach in andere EU-Staaten und sowas. Weil noch keiner wusste, was es ist. Und dann haben die Leute, als dann endlich mal die Probe isoliert war, haben die Leute diese Proben genetisch sequenziert und den Code sofort auf GitHub verfügbar gemacht. Also sofort im Sinne von diesen 24 Stunden. Und dann andere Genetiker, die haben andere Proben auch analysiert, haben dann das auf GitHub zusammen gemacht, was sonst Monate im Begutachtungsprozess versteckt gewesen wäre, ist dort sofort passiert. Das heißt, in diesen Notsituationen sieht jeder ein, dass offen besser ist. Und wenn man sich das alles mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann sind halt eben Notsituationen zwar die Ausnahme im Sinne dessen, was uns widerfährt, aber nicht die Ausnahme im Sinne dessen, dass offene Ansätze hilfreicher sind. Ich würde behaupten, dass offene Ansätze im Normalfall effizienter, schneller sind. Wir haben es halt nur noch nicht offen genug ausprobiert. Danke. Ich freue mich mal fürs Erste, die Katja Meyer begrüßen zu dürfen. Kommst du gleich raus? Ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben, dass das Publikum auch weiß, wer sozusagen jetzt hier sitzt und wer diskutiert. Ich werde jetzt auch nicht müde, es noch einmal zu sagen, also die Diskussion ist jetzt auch sehr offen ans Publikum gerichtet, also sind alle eingeladen mitzusprechen, aber man versucht natürlich ein bisschen über Expertise und Steilvorlage durch Daniel jetzt eben das Thema Open Science, insbesondere ein bisschen auch abseits von der klassischen Open Access Diskussion zu führen. Das ist das erklärte Ziel des Abends. Katja Meyer arbeitet als Soziologin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Sie lehrte in der Wissenschaftsforschung, Wissenschaftskommunikation und Webwissenschaften an der Universität Wien, an der Kunstuniversität Linz, an der Universität Luzern und sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin von Helga Nowotny, die sich hier eben bekannt ist, der ehemaligen Präsidentin des European Research Council und ist aktiv jetzt momentan auch in der Open Knowledge Austria. Noch begrüßen darf ich den Peter Burgerthofer von der Technischen Universität Wien, Forscher, Universitätsprofessor und Designer am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, Koordinator des Masterstudiums Medieninformatik. Forschungsinteresse erstreckt sich über das Feld des Zusammenspiels von Design und Software, Entwicklung bis hin zu Themen von Informatik und Gesellschaftswandel. Spielerische Erfahrungsdesigns bzw. auch das Positive Impact Games Lab gehören zu den Projekten, die derzeit aktiv sind. Gut, und Daniel Mietchen, bitte nochmal. Die Vorstellung, glaube ich, ist in diesem Fall ja schon etwas länger ausgefallen. Somit
gehen wir vielleicht gleich in medias res. Und ich möchte nun diesen technischen Wandel machen. Also ich muss jetzt irgendein anderes Mikro nehmen, damit ihr sprechen könnt. Und das ist auch gleichzeitig das Saalmikro. Somit müssen wir hier ein bisschen flexibilisierter sein. Heute Nachmittag irgendwie ein bisschen versucht, den Kopf darüber zu zerbrechen, was denn ein guter Eingang in diese nicht, meiner Meinung nach nicht allzu unkomplexe Fragestellung von Open Science ist. Und da man natürlich mit Offenheitsprozessen und Offenheitssystemen, wie sie nicht alle benannt sind, nach Knowledge, Data, Access, Design, Government und Innovation, doch auch immer sozusagen tendieren, etwas komplexer zu werden, als man sie sozusagen von vornherein intendiert. Also meine Rolle und Aufgabe wird sein, sozusagen wirklich zu versuchen, den Faden hier an diesem auch meiner Meinung nach ganz gut geleisteten Vorschlag zu bringen. Was wären jetzt aktuell Open Science jetzt praktische Ansatzweisen, die man sowohl im lokalen als auch im globalen Kontext, da es ja sehr stark um Daten und Informationen geht, ich glaube, das ist sehr stark klar geworden, dass eben in diesem Zusammenhang eben die Informationsgesellschaft und auch das vernetzte Datenmanagement eine große Rolle spielen, wie man eben mit Daten umgeht. Das allerdings jetzt wiederum auf die Open Science, also auf die Methode und auch auf die klassischen wissenschaftlichen Systeme sozusagen heranzubringen, ohne nicht in den Daten stecken zu bleiben, ist meiner Meinung nach ein bisschen die Kunst, die wir heute vielleicht hier vollziehen sollten. Die erste Frage ist natürlich vielleicht einmal zum Eröffnen, dass jeder auch seine Art Statement dazu geben kann, vor allem die beiden, die jetzt in dem Zusammenhang ja noch nichts sagen konnten, ist eine Einschätzung bzw. eine eigene Einschätzung der Situation, der Vorteile und Nachteile dessen, was man Open Science nennt. Katja, magst du beginnen? Ja. Leuchtet? Also, das ist natürlich eine riesige Fragestellung. Vorteile und Nachteile. Also, ich möchte vielleicht kurz auf Daniels Vortrag auch reagieren, weil ich ja eben aus den Sozialwissenschaften komme, sehr viel auch mit Digital Humanities und in dem Bereich zu tun gehabt habe und sozusagen die Open Science Diskussion jetzt sehr lange eher aus einer Beobachterinnenrolle heraus mir angeschaut habe. Allein aus dem Grund, weil der Fokus der gesamten Open Science Diskussion, und zwar der, die halt öffentlich nachvollziehbar ist, doch sehr stark auf dieser technisierten und technisierbaren Wissenschaft und ihrer Prozesse irgendwie aufgebaut ist. Das heißt, es gibt manchmal fast schon, was ich dir jetzt überhaupt nicht unterstellen will, aber es gibt manchmal auch schon sehr technokratische Ansätze, die immer von diesen Befreiungsutopien durch Technik irgendwie angeleitet sind. Und es gibt aber sehr viele wissenschaftliche Prozesse, vor allem in den Sozial- und Geisteswissenschaften, die auch eher qualitativ arbeiten, die wirklich große Probleme haben, sich da überhaupt irgendwie wiederzufinden, weil es einfach, weil Daten andere Bedeutung haben, weil man manchmal gar nicht mal von Daten sprechen kann, in dem Sinn, wie sie in Data Management Plans und so weiter gefasst werden. Und ich meine, das ist ja eine Diskussion, weiß nicht, es wird hier viele Disziplinen im Raum geben, die Sie wahrscheinlich auch schon öfter in dem Zusammenhang gehört haben. Und ich will jetzt auch nicht sagen, die sind jetzt so arm oder will nicht jammern, wie die Sozial- und Geisteswissenschaften das ja manchmal tun. Aber ich will schon darauf hinweisen, also es gibt, was mir ganz wichtig ist bei Open Science, und das versuche ich auch immer auch mit den Studierenden und so weiter durchzubesprechen, ist, Open Science sind ja jetzt Praktiken, die eben auch schon zum Teil sehr alt sind und aufbauen auf viele Arten und Weisen, wie Wissenschaft oder das Ansammeln von Wissen, die Produktion von Wissen passieren kann. Das sieht man sehr schön, wenn man sich Citizen Science zum Beispiel mal historisch in ihrer Genese anschaut, was da irgendwie früher passiert ist. Das heißt, das ist nicht immer nur etwas, was einmal grundsätzlich einmal technische spezielle Hilfsmittel braucht. Es braucht sehr, sehr stark Skills für Kollaboration, ja, und Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch ganz stark ansetzen muss. Und da gibt es tolle Plattformen und super Tools und was weiß ich, aber ich glaube, im Grunde muss man da auch nochmal einen Schritt zurückgehen und da kann man dann auch wieder die Wissenschaften vielleicht hereinholen, die vielleicht da auch ein bisschen
wie soll ich sagen, erstaunt zumindest sind, was von ihnen erwartet wird, indem man einmal versucht nachzudenken, was für kollaborative Skills müssen wir entwickeln, um überhaupt offen zu sein. Und mir hat das total gut gefallen, dass du gesagt hast, also einer der wichtigsten Aspekte von Offenheit in der Wissenschaft ist, dass man immer den anderen, die anderen im Blick hat, wenn man Wissenschaft betreibt. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man jetzt so das Ethos der Wissenschaft sich anschaut, was wir heute in der Früh an der Uni gemacht haben, nach Robert Merton, dann ist das vielleicht etwas, was immer quasi pragmatisch oder paradigmatisch festgeschrieben ist in einer Wissenschaft, aber wie das in der Praxis tatsächlich aussieht, du hast es ja selber erwähnt, also manchmal gibt es einen Call oder es gibt eine Buzzword-Compliance, die man irgendwie herstellen muss. Und wenn man, glaube ich, von Anfang an Skills erlernt, dass man sozusagen nicht, es muss ja nicht immer das Benefit of the whole humanity sein, aber wenn man sozusagen versucht, die anderen, das andere, den anderen auch mal zu konzeptualisieren und das einzubetten in eine Skills-Diskussion und das speziell an Universitäten, kann man ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und da geht es dann nicht mal mehr nur um Openness, da geht es auch um Interdisziplinarität zum Beispiel. Ein wichtiger Faktor von Openness. So, das wäre jetzt so mein Anfangsstatement. Und Vorteile und Nachteile, ich glaube, es hat nur Vorteile. Sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. Ja, vor der Naturwissenschaft und der Chemie gab es ja die Alchemisten. Das wissen vielleicht nicht viele, aber ein wesentlicher Unterschied zwischen den Alchemisten und den modernen Naturwissenschaftlern war, dass sie nicht miteinander geredet haben. Es war komplette Geheimwissenschaft für jeden Einzelnen. Das, jeder Alchemist hatte seine Schüler, Schülerinnen braucht man ja nicht einmal anführen, hatte seine Schüler und hat die ausgebildet, die waren zur Geheimhaltung verpflichtet und hat das quasi sein Wissen an den Schüler weitergegeben, der wieder an seinen Schüler und so weiter. Und das ist so viel Unterschied in den Herangehensweisen zur modernen Naturwissenschaft und zur Chemie, die später da reingekommen ist, gab es nicht. Der größte Unterschied war, dass sie nicht miteinander geredet haben. Und sie sind in der Bedeutungslosigkeit versunken, sie haben nichts Wesentliches entdeckt, sie sind Dingen nachgelaufen, die vollkommene Chimären sind und haben nicht aufgehört damit, weil sie nichts hatten, auf dem sie aufbauen konnten. Auch die Naturwissenschaften sind vielen Dingen nachgelaufen, die nicht funktioniert haben. Aber kollektiv ist man bald drauf gekommen und hat sich ausgetauscht darüber. Und das ist für mich der Ursprung von Open Science. Science ist eigentlich open. Es ist die Idee, Naturwissenschaft zu betreiben ohne Austausch und ohne Offenheit, ist absurd. Führt in die Alchemie zurück und dorthin, dass wir in Sackgassen hängen bleiben. Wo das momentan zum Beispiel passiert, ist bei diesen selbstfahrenden Autos, nicht? Wenige Firmen haben quasi das gesamte Feld an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, aufgekauft, verstecken sie in ihren Forschungseinrichtungen und es geht im Forschungsfeld quasi nichts mehr weiter, weil nur noch an Produkten gearbeitet wird. Diese Produkte sind natürlich nicht interessens- und wertfrei, sondern einer Verwertungslogik unterworfen. Und das ist ein ganz großer Fehler. Wenn wir solche gesellschaftsverändernden Innovationen ein paar Firmen überlassen, die das aus ihrer eigenen Verwertungsperspektive sehen. Das zeigt aber auch schon die Schwierigkeit der Situation. Die Forscher gehen dorthin, wo das Geld ist. Das Geld für diesen Research gibt es im Moment hauptsächlich bei Google, Mercedes, VW und nein, vielleicht bei VW nicht mehr. Muss das sein. Aber halt bei diesen, bei denen, ne? Vielleicht bei Apple, niemand weiß es. Und von dem her ist das auch entweder eine dieser Geschichten, wo man auch sehen kann, wie viel Geld eigentlich kaputt macht. Unabhängig davon wünsche ich mir, vielleicht auch noch zu deinem Talk. Ich habe das Gefühl, dass das Bild von, du hast am Anfang gesagt Research und Science und wir nennen das beide Science, aber du hast sehr viel nur über Science geredet in dem amerikanischen Sinn. Das war relativ stereotyp, was da an Research gebracht wurde. Wir betreiben sehr qualitativen Design-Based Research. Wir tun uns mit den Ideen von diesem Data Sharing sehr schwer, auch weil wir zum Beispiel überhaupt keinen Weg haben, Daten zu anonymisieren, bevor wir sie hergeben. Wenn wir unsere Daten noch so angestrengt anonymisieren, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kriegt man raus, wer das in Wirklichkeit ist. Und das ist sehr schwierig für uns, quasi unser Rohmaterial her. Wenn man ein Interview über 1,5 Stunden mit jemandem führt,
kann man den Namen noch so viel rausstreichen. Aus dem Interview wird jemand, der die Person kennt, ganz klar wissen, wer das ist. Ne? Wir können das nicht einfach hergeben. Und viele andere Dinge auch nicht. Wir pflegen ganz andere Vorgehensweisen. Wir arbeiten sehr qualitativ, schon angesprochen. Da ist das alles nicht so einfach, nicht? Von dem her, aber wir versuchen halt so offen zu sein, wie es geht, wie wir können. Wir laden offen ein, wir diskutieren, was geht. Ja, na, wir könnten noch viel mehr. Aber ich sage, wir bemühen uns nicht. Wir versuchen es nicht hinter einer Mauer zu verstecken und wir versuchen nicht geheim zu halten, was wir gerade machen. Ja. Dann ja, natürlich. Darf ich kurz auf diesen Punkt eingehen, weil ihr beide den gebracht habt? Mir ist es voll bewusst und das Äquivalent dazu, in meinem Bereich sind halt die Patientendaten. Die können wir auch nicht einfach rausgeben. Wir dürfen die zum Beispiel auch nicht in der E-Mail schicken oder sowas. Das ist ein Verstoß gegen meinen Vertrag, wenn ich das mache. Das ist also sehr hart geregelt und das macht auch Sinn. Das verstehe ich. Was man dann trotzdem machen kann, ist zum Beispiel zu bloggen oder irgendwie anderweitig die Welt wissen zu lassen, hallo, ich arbeite gerade an diesem Thema, dafür führe ich Interviews durch mit Leuten über das und das Thema, wir besprechen das. Vielleicht ist hier sogar der Fragenkatalog oder irgendwie sowas. Man kann also bestimmte Aspekte dieser Forschung durchaus offen machen und das würde ich durchaus anregen, dass man damit einfach mehr probiert. Man muss nicht, erstens nicht sofort 100% und zweitens nicht sofort auf Open Science umsteigen. Manches, also sofort geht es sowieso nicht und erst recht geht es nicht bei allen und erst recht geht es auch nicht bei allen sofort 100%. Sondern die Frage ist, zu überlegen, an welchen Stellen kann man denn sinnvoll anfangen. Und da gibt es, ich habe das ja mit diesem Begutachtungsprozess mal ein bisschen durchdekliniert. Man kann sich jeden anderen Aspekt des Forschungs, jedes anderes Forschungsprojekts raussuchen und dann einfach mal gucken, an welchen Schrauben können wir drehen. Gibt es vielleicht ein paar von den Interviewten, die sagen, ja klar, könnt ihr ins Netz stellen. Oder meinetwegen mit einer Zusammenfassung oder hier diese 30 Sekunden oder irgendwie sowas. So das Äquivalent zu diesen Patienten, die sagen, ja, ich möchte meine Daten im Netz, weil ich zum Beispiel das Problem, worüber das Interview geführt wurde, weil ich möchte, dass die Welt darüber Bescheid weiß. Alles sowas. Und diese Optionen, die werden üblicherweise einfach ausgeblendet nach dem Motto, ja, bei uns geht es halt eben nicht, wir machen qualitative Forschung. Und das würde ich ein bisschen, sagen wir, eingrenzen wollen. Ja, es gibt Grenzen, aber wir müssen ein bisschen mehr gucken, was wir an den Grenzen mit Offenheit machen können. Ja, da ist eine Frage gleich mal, vielleicht direkt. Ja, oder, also es geht so ein bisschen ums Thema Einschränkung von Offenheit. Und zwar zwei Aspekte. Einen fand ich ganz interessant aus der Open-Source-Szene. Das wurde vor kurzem gerade diskutiert. Eine Lizenz für nicht-militärische Nutzung. Wie sieht das aus, Wissenschaftler? Ich meine, da kann man sagen, sozusagen Wohl der Menschheit kann man durchaus sehen. Nicht-militärische Nutzung ist im Sinn der Menschheit größtenteils, ist aber nicht Offenheit nach Open Definition. Also muss man einfach so sagen, weil eine bestimmte Nutzungsart ausgeschlossen wird. Schwieriger Konflikt. Anderer Konflikt von Institutionen, die Verwertungsrechte wurde gerade auch schon gesagt, die vielleicht auch wird von Institutionen derzeit noch verlangt, nach Möglichkeit Verwertungsrechte zu erzeugen, wenn der Prozess erstmal ganz offen ist. Sobald was offen ist, sind Verwertungsrechte, also Patente hinfällig. Also auch da gibt es einen Konflikt, irgendwie, warum Institutionen vielleicht auch nicht wollen, dass ihre Wissenschaftler Open Science betreiben. Also nur so die beiden Aspekte. Ich glaube, dass es tatsächlich keinen Widerspruch drin gibt. Okay. Ich kann etwas publizieren und trotzdem ein Patent dafür bekommen. Im Gegenteil, eine Publikation ist eine wunderbare Basis für ein Patent. Ein Patent ist im Gegensatz zur allgemeinen Einschätzung kein Geheimhaltungsinstrument, sondern eigentlich ein Veröffentlichungsinstrument, das nur in den letzten 20, 30 Jahren zu einem Geheimhaltungsinstrument pervertiert wurde durch die Art und Weise, wie es genutzt wird. Tatsächlich ist es so, dass ein Patent überhaupt nicht darunter leidet, wenn der Research open war. Das einzige Problem, das auftreten kann, ist, dass während ich alles die ganze Zeit erzähle, jemand anderer dieses Patent einreicht, wo ich dann aber die Chance habe, das Patent zu invalidieren, weil ich ja zuerst darüber publiziert habe. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu diesem grundsätzlichen Ansatz, dass es ja hier eigentlich um einen grundsätzlich kollaborativen Prozess des wissenschaftlichen Arbeiten geht. Also ich glaube, das war irgendwie so der Konsens, den ich jetzt mitgenommen habe aus der ersten Runde, dass das ja per se eigentlich eine Sache ist, die ja gemeinschaftlich betrieben wird. Und das Kernargument, was ich mir eigentlich herausgeholt habe aus dem Vortrag, war weniger das mit den Daten, sondern dass wir irrsinnig viele Potenziale der Kollaboration und des sozusagen besseren und effizienteren Forschens dadurch verlieren.
weil wir vieles geheim halten, was im Endeffekt grundlegend nicht daraufhin überprüft wurde, ob es überhaupt eine Geheimhaltung bedarf oder ob das überhaupt zweckdienlich ist für diesen Sinn. Und ich denke, wenn man sich darüber Gedanken macht, wird das Feld relativ breit und groß. Dann geht es nämlich in erster Linie auch mal darum, was ist denn eigentlich die wissenschaftliche Grundhaltung, die mit Open Science hier sozusagen versucht wird zu vermitteln. Eigentlich wird ja versucht zu vermitteln, traut euch über das, was ihr macht, zu sprechen, traut euch das auch bis zu einem gewissen Grad so zu gestalten, dass es anschlussfähig ist für andere und das schadet nicht. Ich denke, das steht schon in vielerlei Hinsicht zu anderen wissenschaftlichen Zweigen oder generell zu einer egoistischen Entwicklung einer wissenschaftlichen Persönlichkeit, die auch darauf hinaus ist, sozusagen als erster den besten Job, das erste Patent, die PhD-Position oder was auch immer, oder den Professor oder die Professorin zu stellen. Also ich denke schon, hier gibt es einige gesellschaftliche Aspekte, die hier ein bisschen im Widerspruch stehen. Und jetzt kommt meine Frage, gibt es hier denn jetzt sozusagen nur die Diskussion einer alternativwissenschaftlichen Ansatzweise, wenn man Open Science jetzt als das sieht, oder gibt es auch einen Mittelweg? Und wie würde der aussehen? Wo, an welchen Hebeln müsste der sozusagen grundlegend ansetzen? Geht es hier eher um die Ausbildung der Jungwissenschaftlerinnen? Oder ist es einmal ein systemisches Problem? Oder ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem? Es wird ja auf ganz unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich diskutiert. Ich habe schon eine ganze Menge geredet. Ich kann auch dazu was sagen. Wenn jemand aus dem Publikum irgendwie Meinung dazu hat, bitte. Ja, wir können uns auch zu dritt irgendwo in der Kneipe unterhalten oder sowas. Wir sind hier in der großen Gruppe, um halt auch uns in der großen Gruppe auszutauschen. Also ganz kurz, es waren ja ganz viele Fragen zusammen. Die lassen sich also alle nicht so einfach beantworten, aber einen Versuch möchte ich starten. Also in puncto Mittelweg, ja klar, es gibt ganz viele Mittelwege und wir müssen einfach anfangen, ein paar davon auszuprobieren. Also dieses Experimentieren würde ich einfach jedem ans Herz legen. Die meisten Wissenschaftler haben viele Ideen und auch viele Projekte, viele Projekte, an denen sie sowieso arbeiten, meist nicht nur eins, sondern wirklich mehrere. Und dann sowieso noch viele andere Ideen, wo sie nie Zeit und Mittel haben werden, die alle umzusetzen. Einfach mal eins von denen aussuchen, vielleicht das am wenigsten Wahrscheinliche oder so, und ins Netz stellen. Und einfach mal ein bisschen gucken, was passiert. Da verliert man nichts. Wenn einem da einer irgendwie zuvorkommt oder sowas, da verliert man gar nichts. Aber man kann eventuell eine ganze Menge lernen. Also ich habe so ein paar Mal so Fälle gehabt, ich habe einfach nur, weil ich mein Notebook offen habe, kommt jemand rein und schreibt drin rum und sagt, guck mal, hierfür gibt es schon die Lösung. Oder der hat sowas Ähnliches gemacht. Während ich schlafe, wird an meinem Problem gearbeitet. Für mich, von Leuten, die ich nicht kenne. Wenn man das Erlebnis ein paar Mal hatte, will man nicht zurück zu diesem Blackbox-System. Ich belasse es einfach mal. Ich habe zu dem Rest auch noch Kommentare, aber ich belasse es einfach mal. Mhm. Also wenn jetzt keine konkrete, schnelle Stellungnahme vom Publikum her kommt, dann habe ich auch was dazu zu sagen, back to collaboration, weil ich schon merke, im Moment unterrichte ich gerade sehr viel an der Uni und auch also auf Master-Level und ich immer noch erstaunt bin, wie wenig eigentlich die Studierenden in Zusammenarbeit eben geschult sind oder beziehungsweise überhaupt wissen, was sie alles machen können. Also es ist zum Teil das ganze Potenzial überhaupt nicht klar. Und natürlich durch eine gewisse Verschulung des Universitätsstudiums und riesen Workloads und was man alles machen muss, gibt es auch vielleicht gar nicht mehr die Räume, die Langzeitstudenten früher hatten, um zu experimentieren. Aber es ist doch so, dass ich immer wieder merke, dass wenn man in Lehrveranstaltungen beginnt zu experimentieren, in Richtung erstens mal Zusammenarbeit untereinander der Studierenden, das ist jetzt nicht nur um irgendeine Seminararbeit zusammenzuschreiben, sondern ein ganz kleine Übungen zu machen, wo es darum geht, die Außenwahrnehmung, eine Außenwahrnehmung zu generieren und auch zu lernen, eben den anderen einmal wahrzunehmen und die Berücksichtigung sozusagen dieser Wahrnehmung in den eigenen Denkprozess einzubetten, dass sich da schon mal irrsinnig viel ändert. Und dass das schon einmal neue Wege der Offenheit öffnet, weil gerade auf dem Level BA und Master ist es so, da ist auch noch irrsinnig viel peinlich, also da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie auf was sitzen möchte, sondern da geht es auch darum, dass man ein bisschen Angst hat, peinlich zu sein, um jetzt das in Wienerisch zu sagen, damit, da weiß man noch nicht, was kann man
von sich geben, was wird wie aufgenommen und so weiter, weil man das auch nie gelernt hat, in der Schule nicht und so weiter. Es ist einfach noch nicht, man traut sich nicht offen zu sein. Und diese grundsätzliche wissenschaftliche Haltung, die eben seit den Alchemisten nicht mehr so sein sollte, nämlich dass man eben offen ist und kollaboriert, ist etwas, was überhaupt nicht gang und gäbe ist. Das ist erst etwas, was ich beobachte an der Universität auf höheren Leveln, also wenn es dann in den PhD- oder Postdoc-Bereich geht, da läuft das dann anders. Aber auf den unteren Leveln und von vielen Leuten, die dann vielleicht auch in andere Bereiche der Gesellschaft diffundieren, nicht in der jetzt universitären akademischen Wissenschaft bleiben, ist das etwas, was nie gelernt wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was man üben muss. Man muss das üben. Man muss Kollaboration üben und das kann ich nur immer wiederholen. Und deswegen wäre es auch so wichtig, dass es so Plätze gibt, Orte gibt, wo so eine Übung möglich ist, abseits dieser klassischen Lernstrukturen, die man hat in einem Universitätsgefüge. Also das eben, das, was hier ja versucht wird, ist ja, glaube ich, ein Teil, eben andere Orte zu eröffnen, andere Räume, andere Zeiträume. Dass es eben so etwas wie Labors gibt, große Ivy League-Universitäten haben das längst erkannt und haben spannende interdisziplinäre Labors gegründet, nicht? Wo genau an solchen Ecken und Enden gearbeitet wird. Und da möchte ich noch was dazu sagen, nochmal eine ganz andere Ebene. Das habe ich auch schon mit Leuten, die hier im Raum sitzen, irgendwann mal besprochen, ich weiß aber nicht mehr genau mit wem. Also das ist ganz lustig, wenn man vergleicht, Open Access Bewegung, ich weiß, darüber reden wir nicht, aber es geht ja, im Endeffekt nicht um das. Und auch Open Science, wenn man vergleicht, wie das in den Ländern so passiert, wer sind denn die Leute in unterschiedlichen Ländern, die diese Themen sichtbar machen und die sich da engagieren? Und es ist total unterschiedlich. Ja? Also es ist zum Beispiel so, dass in England oder in Holland kann man beobachten, dass da so richtig Senior Professors, die irgendwie an den Top-Universitäten lehren, sich das als Mission auch vielleicht, weiß nicht, kurz vor ihrer Emeritierung noch auf die Fahnen schreiben, kämpfen, rumrennen, Sachen machen, dass das irgendwie sich ändert. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in Österreich überhaupt nicht haben. Also wenn man schaut, wer in Österreich sich engagiert für diese Themen, dann ist das etwas, was sehr, sehr auf einem Junior-Level passiert, was so sehr, sehr Grassroots-mäßig oder eben auch wie die Open Knowledge Foundation, die sich da sehr engagiert, aber alles ehrenamtlich, alles in prekären Situationen, Leute, die nicht im Zentrum der Wissenschaft stehen, bis auf wenige Ausnahmen. Also die am Rand der Wissenschaft sind, die sich nicht zurücklehnen können und eine Sicherheit haben. Und das ist auch eine Kultur, wie man eben mit Institutionen umgeht in Ländern und so weiter. Also das ist alles etwas, was Open Science, wo in Open Science ein Potenzial ist, Zustände auch zu ändern, die natürlich auch vielleicht von manchen Institutionen oder Menschen nicht unbedingt geändert werden wollen, weil es für sie Aufwand bedeuten würde. Muss man auch immer dazu denken. Was kann ich jetzt noch sagen? Ne? muss man nicht sagen. So viel wurde schon gesagt. Na, vielleicht noch ein anderer Blickwinkel. Ich glaube, was man nicht übersehen darf, ist, und das war schon so, wie ich ich bin jetzt 25 Jahre an der TU, im Gegensatz zu anderen, die von Job zu Job springen, wie man so sagt, ein Sesselpupser, und habe mich nicht wegbewegt von diesem Institut. Aber schon wie ich vor 25 Jahren angefangen habe, war es klar, dass ein Job, den man in der Wissenschaft annimmt, eine relativ fortgeschrittene Form der Selbstausbeutung voraussetzt. Also ich erinnere mich, dass am Anfang die Idee einer 40-Stunden-Woche vollkommen absurd war. Für mich persönlich auch, weil ich habe faszinierende Dinge getan und ich habe ganz selbstverständlich so viel meiner Energie hineingesteckt, wie überhaupt nur vorhanden war. Und diese Situation ist noch viel, viel schlimmer geworden. In den letzten 10, 15 Jahren sind alle Anstellungsformen, die irgendeine Zukunftsperspektive für junge Forscherinnen und Forscher bieten, verschwunden und ersetzt worden gegen Verträge, die maximal 4 oder 6 Jahre sind. Eventuell sogar noch mit der Aussicht, dass man dann bestimmt nicht an derselben Institution weiter beschäftigt werden kann. So, das ist die eine Seite. Wir haben Rock and the Hard Place. Ja? Das ist der Rock. Und der Hard Place ist, dass in der Art und Weise, wie wissenschaftliche Leistung honoriert wird, die individuelle Leistung einfach vollkommen im Mittelpunkt steht.
Ich könnte hier etliche Fälle erzählen, aber eins ist mir letztens passiert von einer Kollegin, die eine Dissertation, das Konzept ihrer Dissertation macht, jahrelang in einem wahnsinnig produktiven Team mitgearbeitet hat und jetzt vor dem Problem steht, dass sie für dieses Abstract, das sie dazu schreibt, ihren Beitrag herausarbeiten muss. Und dieser ihre Beitrag kann dann einfach, wird halt ein erfundenes Narrativ sein, den man aus diesem Gesamtding herauslöst, aber eigentlich ist das irrsinnig unbefriedigend, nicht? Das ganze Team muss dann zusammenkommen und sagen, wir schenken dir unseren Beitrag von dieser einen Ecke, von dem, was wir hier gemacht haben, das darfst du jetzt behaupten, dass alles du gemacht hast, weil anders wird diese Dissertation nicht gelingen. Und das ist ein Hammer. Ja? Also diese Mechanismen, mit denen Reputation im wissenschaftlichen Betrieb aufgebaut wird, die beruhen auf der Einschätzung der Leistung eines Individuums in den Prozess und das muss isolierbar und darstellbar sein und da zählt dann oft, nein, es gibt ja, bei uns ist das Gott sei Dank nicht so, im HCI-Bereich gibt es Publikationen, da ist lustig, kann man zuschauen, wie die Zahl der Co-Autorinnen und Autoren steigt ständig in den letzten 20 Jahren. Also inzwischen gibt es Publikationen mit 20, 30 Autorinnen und Autoren, das ist gar nicht mehr unüblich. Aber es gibt Disziplinen, wo die Reihenfolge, wie die Autorinnen unter dem Paper-Titel stehen, einen enormen Wert. Also der erste, die zweite Position ist noch ganz gut, das dritte gilt schon noch und der Rest sind eigentlich nur Leute, die sich dazu haben schreiben lassen. Ne? Und der Kampf um diese Reihenfolge innerhalb der Teams, die sich dorthin schreiben, der ist nicht unbedingt produktiv. Nicht? Den kann man natürlich lustig gestalten und sagen, wir wechseln uns irgendwie ab oder so, aber in Wirklichkeit ist das auch ein innerer Zerstörungskampf. Ne? Und wenn die individuelle Leistung so überbewertet wird, ist es unheimlich schwer, sich in dieser Jungforscherinnenkarriere in so offene Forschungsmodelle einzulassen. Nicht? Und das ist der Hard Place. Also da haben wir den Log, die Selbstausbeutung, wo man unheimlich ökonomisch mit den eigenen Ressourcen umgehen muss, um überhaupt wohin zu kommen. Und dann hat man den Hard Place, eine vielleicht nicht überall gültige, aber sehr oft praktizierte Form der wissenschaftlichen Reputationsbewertung, die auf die individuelle Leistung hinaufzieht. Und das führt dann oft dazu, dass es einfach, ja, dass man sich halt eher isoliert und mit den anderen nicht redet. Mhm. Daniel, du möchtest noch direkt dazu? Ich würde eigentlich gerne auf beide direkt eingehen. Machen wir erstmal das hier Beispiel mit der Doktorandin. Ich denke, das ist ein klassischer Anwendungsfall, wo offen geholfen hätte. Nehmen wir mal an, die Doktorandin und die ganzen Kollegen, die am gleichen Projekt gearbeitet hätten, hätten alle mit ihre Beiträge jeweils mit ihrem eigenen Account in ein System, was eine offene Versionshistorie hat, wie Wikipedia oder GitHub, eingetragen, dann wäre es ganz einfach gewesen, rauszukriegen, was denn der Beitrag des Einzelnen gewesen wäre. Nein, nein, nicht der Eintrag am Paper, sondern der Eintrag am Research, der getan wurde, an dem System, das da drinnen entstanden ist. Ja, da kann man zum Beispiel eine Farbe, ja. Nein, aber das ist eine Illusion, zu glauben, dass eine Gruppe von Leuten, die zusammensitzt und dann sagt einer etwas, weil es sich in ihm kondensiert als Idee der Gruppe, dass der Urheber dieser Idee ist. Ja, ich gebe insofern gebe ich dir recht, klar. Auch finde ich die akademischen Institutionen, die ja gerade hier auch in Österreich noch sehr hoch gehalten werden, wie Doktorat und Habilitation und sowas, sind auch nicht unbedingt immer zeitgemäß noch. Ne? Denn sie stehen einer Kollaboration auch durchaus im Wege. Zu dem Punkt peinlich, was du angesprochen hast, finde ich, dass gerade auch wieder ein Themengebiet, wo die, sage ich jetzt mal, Nicht-Naturwissenschaften den Naturwissenschaftlern durchaus was beibringen können. Also Theaterwissenschaften oder sowas. Das, was die zuerst machen, ist im Wesentlichen den Leuten beizubringen, wie man mit Peinlichkeit umgeht. Aktzeichnen oder Anatomie oder alles solche Sachen. Das sind alles so Sachen, wo man an seine persönlichen Grenzen geht und wo man einfach nicht so genau weiß, wie man damit umgehen muss. Und Open Science ist im Wesentlichen nicht so viel anders als Aktzeichnen. Man gibt extrem viel von sich preis. Und man muss damit umgehen lernen. Da haben andere Disziplinen einfach schon mehr Erfahrung. Und diese, ich sage jetzt mal Makerspaces, diese Umgebung, die du angesprochen hast, wo die verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, um kreativ zu arbeiten. Ja, das sind schöne Gelegenheiten. Ich habe es mir am MIT zum Beispiel auch mal angeguckt. Leute, die spielen, hallo, mit Sachen, die gibt es sonst nur im Kinderzimmer, sind dort am MIT, an einem der Tempel der Wissenschaft, und da spielen ausgebildete Wissenschaftler intensiv damit, versuchen, die Spielzeuge noch in irgendeiner Form zu verbessern.
Und die bauen dann damit aber auch Systeme, für die sind diese Spielzeuge nie gedacht gewesen oder sowas. Also ein ganz einfaches Beispiel von vor ungefähr 10 Jahren, hat einer einen Supercomputer gebastelt, indem er einfach ganz viele Game-Konsolen zusammengeschlossen hat. Und ganz viele heißt Hunderte. Und damit hat er Sachen gelöst, die konnte man sonst nur mit einem Großrechner rechnen, der zig Millionen gekostet hätte. Und die zig Millionen hatte er nicht, aber er hatte ein paar Tausend, um ein paar Hundert von den Spielkonsolen zu kaufen. Und die Möglichkeiten, sowas zu machen, die entstehen nur dann, wenn man in so einem kreativen Umfeld ist oder sich dieses kreative Umfeld schafft. Und davon brauchen wir mehr an Universitäten und auch anderswo. Und Open Science ist ein Katalysator dafür, genauso wie Citizen Science. Und auch, um nochmal auf diese Disziplinspezifität hinauszukommen, es gibt gerade in der Citizen Science auch wieder viele Sachen, die sind eben spezifisch für Humanwissenschaften und die nutzen diese Technik. Zum Beispiel alte Manuskripte, die, Schiffslogs zum Beispiel. Also es gibt Aufzeichnungen, jedes Schiff, was irgendwo mal um die Welt gefahren ist, hat seinen Schiffslog. Viele von denen sind auch über die Jahrhunderte noch erhalten geblieben und sind aber traditionell in verschiedenen Archiven gesammelt worden. Zum Beispiel die Schiffslogs der französischen Marine, kaiserliche Marine gab es ja hier auch mal, ne? Die sind auch irgendwo und die französischen und englischen, die werden jetzt zusammengebracht in so einem Citizen Science Projekt. Da gucken sie sich an die Wetterdaten, die Positionsdaten von den Schiffen und viele andere Aspekte. Und dadurch können historische Details von Schlachten oder auch von Sachen wie Schiffskonstruktionen, Handelswege und sowas, alle nachvollziehbarer gemacht werden. Oder sie können abgeglichen werden, wenn nämlich die beiden Schiffe, die gegeneinander gekämpft haben oder sowas, oder die sich irgendwie gesichtet haben zumindest, haben beide einen Eintrag in ihrem Schiffslog, haben beide einen Eintrag über das Wetter, über die Position und so weiter. Es gibt neue Möglichkeiten, die sind eben nicht nur auf die Naturwissenschaften beschränkt. So, hier war eine Frage im Publikum. Keine Frage, eher ein Statement. Ja, auch gerne. Ja. Weil ich glaube, dass es nicht unbedingt was mit Peinlichkeit zu tun haben muss, sondern eher damit, dass die Strukturen, die Qualifikation passiert in unseren Qualifikationseinrichtungen einfach diametral einem Offenheitsbegriff entgegengesetzt ist. Und dass nicht nur, dass eine Einzelleistung gemessen wird, sondern auch, wie diese Einzelleistung gemessen wird, nämlich wieder von Individuum zu Individuum. Und da kommen andere Problematiken rein, wie Peinlichkeit des Äußerns oder Angst vor Peinlichsein oder Angst vor Fehler und Fail. Und dass das auch etwas ist, was man vielleicht mitbedenken sollte in den Diskussionen zur Offenheit. Dass man auch in der Qualifikationsphase ansetzen sollte. Ja, also gerade punkto Fehler und Prüfung und sowas. Es ist ja jedem bekannt, der schon mal sich intensiv mit bestimmten Sachen beschäftigt hat oder der auch irgendwann was angefangen hat zu lernen, dass es ohne Fehler nicht geht. Und das große Problem ist, wenn man aus den Fehlern der anderen nicht lernt. Aber wenn man die Fehler der anderen für einen nicht zugänglich sind, dann kann man halt schlechter aus den Fehlern lernen. Stelle das jetzt gerade fest, zum Beispiel, ich möchte eine neue Programmiersprache lernen, Python. Kann ich noch nicht. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt, hat mal einer aufgeschrieben, wie sein Lernprozess war? Nein, es gibt ganz viele Tutorials, die sagen, hier mach das, hinterher kannst du ganz toll. Nee, habe ich ein paar ausprobiert, ging eben nicht. Deswegen, eine Möglichkeit damit umzugehen ist, ich habe jetzt auch in meinem Laborbuch eine Seite Learning to Code, wo ich halt meinen Fortschritt beim Lernen des Python aufschreibe, sodass der Nächste, der kommt und den gleichen Schritt machen möchte, halt mal die Erlebnisse hat von dem, der wirklich bei Null anfängt bei dem Ganzen. Und ich bin da peinlich, weil ich halt Anfängerfehler mache, aber ich hoffe, dass die nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Leuten. Da möchte ich jetzt nochmal einhaken mit dem dritten... Entschuldigung. Ja, bitte, möchte auf deinen Punkt da nochmal eingehen. Aus deinem Argument heraus, dass halt der Wettbewerbszwang noch größer geworden ist, also diese prekäre Ausbeutung in der Wissenschaft mehr geworden ist, würdest du da empfehlen, heute einen jungen, also das ist die Einstiegsfrage sozusagen, würdest du einen jungen Studierenden empfehlen, Wissenschaft als Karriere anzugehen? Also, ich möchte nur eine kurze Ja-Nein-Antwort, ich komme nie auf den Punkt. Nicht mehr, nur Ja-Nein. Da gibt es kein Ja-Nein. Ich kann immerhin sagen, dass Wissenschaft sehr charakterbildend ist, nicht? Von dem her ja, aber. Die Aussichten sind trotzdem düster und an irgendeiner Stelle wird man links abbiegen müssen. Das ist der Punkt, auf den ich wollte, weil dann denke ich mir, umso mehr
kannst du es gleich offen machen. Mhm. Weil wenn du eh keine planbare Karriere hast, was hindert dich umso mehr daran, dass du es wirklich gescheit angehst, sozusagen. Und das ist halt so ein Gedanke, der mich jetzt seit längerer Zeit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, was ich machen werde, aber ich denke mir so, so what, die Sicherheit ist da nicht gegeben, die Unsicherheit ist da auch gegeben. Also das gibt ein bisschen für mich, kommt mir vor. Man muss vielleicht ein bisschen einen blinden Fleck gegenüber dem Zynismus entwickeln, der da drin steckt. Aber ja. Ja, stimmt, genau. Okay. Ja. Da ist noch eine Frage. Ne? Ich hätte nur einen Kommentar, was sich jetzt aus verschiedenen anderen Kommentaren in meinem Kopf zusammengebaut hat. Einerseits wegen der Peinlichkeit der Studenten, sich ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten offen zu präsentieren. Andererseits die Seminararbeiten, die vielleicht irgendwie offen zugänglich gemacht werden sollten. Und dass man möglichst früh ansetzen sollte. Da ist mir irgendwie die Idee geschossen, warum eigentlich nicht diese sogenannten vorwissenschaftlichen Arbeiten, die in Österreich jetzt forciert werden, auch irgendwie offen zugänglich gemacht werden. Das ist in der Zeit des Gymnasiums noch, Ende des Gymnasiums. Dass man dadurch die Schüler auch irgendwie mit dieser Thematik irgendwie in Verbindung bringt und auch vielleicht Repositorien für vorwissenschaftliche Arbeiten etabliert. Und Diversity gibt es ja schon. Da sage ich zwei Dinge dazu. Das eine ist blatant advertisement. Das eine ist, wir arbeiten zurzeit an einer Plattform im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Es ändert sich alle paar Jahre immer auf, sich nicht mehr merken. Wo es um Wissenschaftskommunikation geht und Zielpublikum sind genau junge Forscherinnen, angehende Forscherinnen und Forscher, denen mit so einer Plattform und einem Science Communication Lab, nennen wir es einmal, die Gelegenheit gegeben werden soll, über ihre eigene wissenschaftliche Arbeit öffentlich zu reden. Da ist dieser Open-Gedanke, steht da sehr im Mittelpunkt, aber auch der Gedanke der Veränderung einer Kultur, dass wenn die dann doch sich entschließen, in die Wissenschaft zu gehen und wenn sie da ein bisschen Haftung finden, dass es hat mir enorm geholfen, offen immer über alles zu erzählen, dass man das als Vorteil wahrnimmt. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, der Grund, warum das sehr schwierig ist für jeden Einzelnen, sind die Physiker. Die Physiker glauben nämlich, sie sind die eigentliche Wissenschaft. Und wenn immer die Physiker irgendetwas aus dem, genau, nicht, ich könnte Sheldon Cooper zitieren, nicht, I have a working knowledge of the universe and everything that encompasses. Und dann fragt man einen, what is Radiohead, und dann ist er still. Gut, also, weil die jede beliebige, nicht naturwissenschaftliche Arbeit unendlich kritisch betrachten und oft auch einfach in Grund und Boden zerstören. Aus einer gewissen, ich nenne es einmal, naturwissenschaftlichen Arroganz aus. Das gilt natürlich nicht nur für die Physiker, das gilt für alle Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Und, aber ich sage mal, der Wettstreit zwischen den verschiedenen Disziplinen um die Hochherrschaft über die Methodik, der ja ein bisschen hier auch so mitgeschwommen ist, ja, der macht es sehr schwierig in so einem verletzlichen Alter, so offen mit der eigenen Arbeit umzugehen. Und ich würde sagen, ich würde mir eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit von jemandem mit 16 oder 17 Jahren, wenn ich das irgendwie Verwandtschaft oder so ist, genau anschauen, bevor ich sage, stell das ins Internet, das ist super, ja, damit zeigst du was. Weil genau diese Diskussion, und ich sage noch einen Satz, obwohl ich das Mikrofon jetzt schon lang habe, wir merken das immer wieder, weil bei uns am Institut Diplomarbeiten sehr stark, methodisch, wie soll ich sagen, unkonventionell im Rahmen der Informatik aufgestellt sind, dass wir dann finden, dass bei Diplomprüfungen eine Methodendiskussion begonnen wird, die vollkommen inappropriate ist, weil die armen Studierenden diese Methodendiskussion nicht führen können. Dafür sind sie nicht aufgestellt. Das haben wir, könnte man, aber dann brauchen wir ein paar Jahre länger. Das ist einer der Gründe, warum Leute mit sowas dann ein bisschen hinterm Berg halten. Ich glaube, das ist jetzt nochmal der Punkt. Erstmal sind wir jetzt schon fast in der Schlussrunde. Also ich möchte euch da nochmal die Zeit geben, dass ihr vielleicht einmal
jeder so eine Position bezieht, aber ich möchte jetzt schon noch einmal ein paar kritische Aspekte ansprechen. Also mir ist jetzt vorgekommen, dass die Diskussion ein bisschen in die Richtung abgleitet, dass man sozusagen wie immer gern, also das generelle Bildungssystem, wie es so ist, ne, verantwortlich macht dafür, dass viele Dinge in diesem Zusammenhang nicht gehen. Zudem mit den Ängsten, die natürlich auch immer gern geschürt werden, ob es jetzt die Rechtsrahmen, die Datenschutzbedingungen, die Qualitätsansprüche und all die möglichen Hürden, die hier eingebaut sind und auch immer wieder gerne als Gegenargumente zu all diesen Dingen genannt werden. Darüber kann man jetzt denken, was man will. Doch sie sind sozusagen noch immer latent bis zum Teil auch sehr stark in den Systemen vorhanden. Man müsste zwei Ebenen bespielen. Ich glaube, hier trennen sich ja dann auch immer die Geister. Einerseits geht es darum, wie kann man frühzeitig diese kollaborativen Systeme, die vielleicht nicht nur mit Hochladen zu tun haben, sondern ich glaube, es gehört überhaupt ein gewisses, ein früheres und besseres Datenverständnis dazu und was man mit Daten machen kann. Und zum Zweiten, wer regelt das? Wer entscheidet das? Ob das jetzt Professoren sind bei Doktorarbeiten oder bei Masterarbeiten, ob das jetzt Ministerien sind, wie auch immer. Soweit möchte ich möchte jetzt nicht ins Detail bringen, sondern ich würde gern von euch eine Einschätzung von dieser Klammer, denn man versucht mit Open Science jetzt einen Weg zu finden, wie man jetzt aktiv etwas machen kann, was kleine Schritte sind, um gewisse Dinge voranzubringen, ohne die großen Clashes, die sich hier als Paradigmenwechsel im Sinne der Internetgesellschaft seit Jahrzehnten abspielen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern werden. Also was kann man jetzt machen? Und das würde ich jetzt nochmal gern sozusagen, um dann auch das Publikum zum Buffet und zu den Getränken zu schicken und dann nochmal ganz aufgeregt über alles zu sprechen und hoffentlich noch eine ganze Stunde viel sagen zu können. Also vielleicht könnt ihr hier nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Was kann man jetzt machen? Was ist jetzt ein praktischer Ansatz? Raus und kann man schon machen. Ich habe jetzt drei Sachen, die ich noch sagen würde. Einerseits dein Jetzt, dann die Physiker, ich muss ja doch antworten. Und drittens Karriere. Fangen wir an mit Karriere. Es gibt mittlerweile einige Leute, die so eine sogenannte Open Science Pledge gemacht haben, die also sagen, bestimmte Grundanforderungen an sich selbst stellen, wie sie Wissenschaft machen. Da heißt zum Beispiel, ich werde nicht bei Nature und Science einreichen, obwohl ich weiß, dass das die Standards sind in meinem Feld. Ich werde nur open arbeiten, sämtliche meiner Daten sind entweder offen verfügbar oder es gibt einen offen verfügbaren Hinweis, warum diese Daten nicht verfügbar sind und so weiter. Eine ganze Liste, Open Science Pledge, kann man mal googeln. Und die ersten von denen sind jetzt Professoren geworden. Und zwar genau deshalb, weil sie das so machen, weil das der neue Weg so ist. Ich bin auch ein Beispiel dafür. Ich habe den jetzigen Job beim NIH gekriegt, nicht weil ich mich dort beworben habe, sondern weil die mich gefragt haben, weil sie mich kannten aus dem Netz. Nicht persönlich, sondern weil sie mich über Google und dieses komische Internet da gefunden haben, weil sie wussten, was ich mache. Ne? Und dann die Physiker. Ja, Arroganz ist ein Gift in jeder sozialen Umgebung. Physiker sind sehr gerne arrogant, die andere Akademiker aber eben auch. Ich habe genau das Gleiche von Geisteswissenschaften auch ganz oft gekriegt. Sie dachten, ihr macht ja da nur Physik, wir beschäftigen uns mit den Fragen, die wirklich wichtig sind für die Gesellschaft oder irgendwie sowas. Davon gibt es zig Varianten und Offenheit ist ein wunderbares Gegengift. Wenn man denn dann zusammenarbeiten muss, wenn man zeigen muss, an dieser Stelle komme ich nicht weiter, obwohl ich Physiker bin, weiß ich das nicht. Ja, muss ich meinem Sohn auch erklären. Papi, warum weißt du das nicht? Du bist Wissenschaftler. Sorry, auch Wissenschaftler wissen nicht alles. Und wenn man offen ist über solche Sachen, das ist eine sehr gute Möglichkeit, diese Arroganzprobleme ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ne? Und wenn man offen arbeitet, und meinetwegen, wenn das Thema des Blogs oder was auch immer Physik ist, aber halt eben in andere Themenbereiche hineindriftet, dann kommen auch die Leute, die sich mit den Themenbereichen beschäftigen, viel einfacher an. Gut, das gut, ich habe noch mein Herz drauf. Ein Satz, ich glaube tatsächlich, dass es diese vollkommene Abgeschlossenheit der einzelnen Wissenschaftsparzellen ist, die uns in die Situation geführt hat. Also hätten wir von vornherein mehr Aufwand praktiziert, hätten wir viele dieser Probleme einfach nicht. Ja. Das habe ich jetzt nicht überzeugt, denn Arroganz gibt es ja auch in anderen Kontexten. Also in Deutschland werden immer Ostfriesenwitze gemacht. Ich denke, es gibt in Österreich ähnliche Varianten davon. Und die sind letztendlich auch Arroganz. Und so abgeschlossen sind wir von den Ostfriesen auch nicht.
zu meinen Jetzt-Daumen. Da wollte ich einfach nochmal unterstreichen, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen nicht sofort alle und 100% zu Open Science hingehen, sondern einfach rumspielen. Die Sachen, die wir sowieso machen, vielleicht die, die am wenigsten wehtun, wenn sie denn schief gehen würden, wenn ich denn da als Idiot rauskäme, mit denen einfach anfangen und auch mit anderen Leuten drüber reden. Hallo, wie wäre es denn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die anderen Leute fragen, oder können wir das, was wir da gerade haben, diesen Fragebogen, den Datensatz, was auch immer, dieses Konzept, den Source Code von der Plattform, die du gerade beschrieben hast, können wir das nicht ins Netz stellen und dann mal gucken, was passiert, ne? Und das ist dieses Jetzt, was können wir jetzt tun? Da brauchen wir keinen oben fragen im Normalfall. Bei manchen Sachen schon. Also am CERN zum Beispiel muss man 17 Stufen von interner Begutachtung durchlaufen, ehe man etwas auf den Preprint-Server stellen kann. Ne? Also es gibt immer mal wieder auch sagen wir Bedingungen, wo halt eben es nicht so weit es geht. Aber für viele Sachen, die der Wissenschaftler macht, kann er selber entscheiden oder kann sie selber entscheiden, ob wir das nun offen machen oder an welcher von den Schrauben wir drehen. Und ich finde, wir sollten einfach ein bisschen mehr diese Schrauben auch nutzen, mit denen rumspielen und gerade auch die Studenten dazu animieren, mit diesen Schrauben rumzuspielen, ihnen vom Vorhandensein der Schrauben überhaupt erstmal zu erzählen. Ne? Ja, also kann ich nur alles unterschreiben. Wichtig ist, einmal Offenheit sichtbar zu machen, die Vorteile, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man hat. Das muss nicht eben das Hochladen von irgendeinem Paper betreffen, sondern das betrifft ganz viele Praktiken des alltäglichen Lebens und der alltäglichen Wissenschaft und der alltäglichen Lehre. Das kann in Face-to-Face-Situationen genauso passieren, also Skills ausbilden. Passiert auch schon, muss noch mehr betrieben werden, sollte in Leistungsvereinbarungen rein und in ganz viele andere auch Kontrollinstrumente, unter Anführungszeichen, man weiß ja nicht so genau, was dann wirklich passiert, aber zumindest sollte es versucht werden. Zweitens, also sichtbar machen eben diese Pledges, finde ich eine ganz tolle Sache, wo Leute erzählen, nicht nur was sie alles machen wollen, sondern vielleicht auch erzählen, was ihnen das gebracht hat. Und drittens, ganz wichtig auch zu unterschreiben, was du gesagt hast, nicht überladen mit Open Definitions und was weiß ich was, sondern nicht verlangen, dass alles voll offen sein muss, sondern einfach klein anfangen und dann mal probieren, welche Art der Offenheit sich eignet. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man eben gleich von so einem wieder total absurd universalistischen Offenheitsgedanken ausgeht, der alles erstickt, wenn man ihn ernst nimmt, also der einen völlig regungslos dastehen lässt. Ich möchte noch ein anderes Thema öffnen, Reward Structures, also das auch belohnen, ja? Offenheit belohnen in unterschiedlicher Art und Weise, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Gibt es ja auch schon Modelle dafür. Was ich noch ansprechen möchte, weil Patrick das erwähnt hat mit dem Patent, und das ist wirklich etwas, was sehr, sehr oft kommt, vor allem in einem politischen Kontext und in einem Kontext eines Ministeriums, das zum Beispiel eben zwischen Wirtschaft und Wissenschaft steht, und von Leuten, die sich manchmal in diversen Gremien und Kommissionen wichtig machen, alte Männer, die viele Positionen schon hatten in diesem Land. Das Problem ist, dass die das nicht kapieren. Ja? Die kapieren das nicht, was du auch gesagt hast. Dass eben dass Offenheit und Patente kein Widerspruch sind. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, woran man zurzeit irrsinnig arbeiten muss. Mir graust, wenn ich diese ganze Open Innovation Diskussion verfolge, die zurzeit herrscht, weil das ist eigentlich das Thema, das genau dort behandelt gehört. Und es wird aber dort nicht behandelt. Nämlich wie wir sozusagen die Idee von Allgemeinhut und Wissen könnte so ein Allgemeingut sein, zusammenbringen mit wirtschaftlicher Nutzung und dass eben diese Dinge total genial miteinander funktionieren, dass man am Beispiel des selbstfahrenden Autos sieht, dass ein Prozess total stocken kann in dem Moment, wo alles sozusagen vercopyrighted gedacht wird. Also ich glaube, das ist sozusagen abseits von der Kollaboration und der Universität und der Ausbildung ein ganz ein wichtiger Aspekt, dass man einmal von der anderen Seite reinschießt in diese Diskussion und ganz stark lobbyiert für den Gedanken, dass offen und kommerziell keine Widersprüche sind. Ziehe ich das Schluss ein, oder was? Drei Dinge. Also drei, ich hoffe, es fallen alle drei noch ein. Das erste ist, und das habe ich enorm produktiv erlebt,
Und das ist etwas ganz Praktisches und Einfaches. Ich habe eine Zeit lang allen meinen Diplomandinnen und Diplomanden vorgeschrieben, sie müssen, während sie in ihrer Arbeit schreiben, einen Blog darüber führen. Und das hat in mehreren Arbeiten dazu geführt, dass irgendjemand von irgendwo diese Arbeit entdeckt hat, sich eingemischt hat, etwas vorgeschlagen hat, das hat der Arbeit eine Wendung gegeben. Wir hatten keine einzige negative Erfahrung, sondern nur positive Erfahrungen. Manche haben so obskure Arbeiten geschrieben, dass das nie gelesen wurde, aber es war zumindest eine Selbstreflexion. Aber für viele war das ein Moment, wo sie Kontakt zu, also für einen weiß ich, der hat Kontakt zum späteren Arbeitgeber gefunden darüber. Also es gibt sogar einen ganz praktischen Nutzen, der da drinnen stecken kann. Und das erzeugt eine Offenheit, nicht nur in Bezug auf die Arbeit der Studierenden und die Welt, sondern weil das zurückweist auf mich, auch über das, was ich da so mache. Das hatte bis jetzt nur positive Folgen. Das Zweite ist, und ja, das ist nicht so leicht, aber ich glaube, wir sollten den teuren wissenschaftlichen Publikationsbetrieb ruinieren. Wenn man sich anschaut, wie die klassischen alten Medien in den letzten 20 Jahren sich verändert haben, dann merkt man, dass alle im Grunde sich entweder komplett transformiert haben oder knapp davor sind, vor die Hunde zu gehen. Ja? Es gibt eine einzige Ausnahme, wo die Gewinne gestiegen sind. Und das sind die wissenschaftlichen Publikationsbetriebe. Und das können sie nur deswegen tun, weil sie uns alle in einem ganz entsetzlichen, mörderischen Würgegriff haben. Nämlich den dieser Wertigkeit der wissenschaftlichen Publikation. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass es in den nächsten Jahren vor die Hunde geht. Es wird unweigerlich vor die Hunde gehen. Es ist nicht nachhaltig, was hier passiert. In 20 oder 30 Jahren ist das selbstverständlich weg. Und alles, was wir tun, um das zu beschleunigen, ist gut und richtig. So, das liegt mir sehr am Herzen. Ich kann mal gleich ein bisschen Werbung machen. Ja, wobei ich sagen muss, ganz zufrieden bin ich damit nicht, was da drinnen steht. Aber die Recommendation for the Transition to Open Access in Austria, da steht schon noch viel drinnen, dass die Forschungsförderer die Gelder bezahlen an die Verlage, die dann die Publikationen gnadenhalber wieder aus ihren Würgegriffen lassen. In Frankreich habe ich Beispiele gesehen, wo überhaupt nur kostenpflichtigen Journalen publizierte Artikel in die Evaluierung der wissenschaftlichen Arbeit gerechnet werden. Und das wäre das, was wir in Österreich tun müssen, dass die Evaluierung der Wissenschaft nur noch auf Basis von freien publizierten wissenschaftlichen Arbeiten passiert. Das ist das Zweite. Und ich habe das Dritte wie jetzt vergessen. Es war auch etwas Gutes, aber... Ich übernehme. Gibt es noch was, du musst das zeigen? Also, wir haben jetzt ein Open Science Prize. Den Open Science Prize, ja. Ist noch ein Fenster offen, das wollte ich zum Schluss auch nehmen. Die Idee dahinter ist, also National Institutes of Health hat natürlich auch Probleme, Sachen zu, also Geld auszugeben außerhalb der USA. Das ist ein Grundproblem für Infrastruktur. Aber Open Science braucht Infrastruktur und deswegen haben wir uns zusammengetan mit dem Wellcome Trust und auch mit dem Howard Hughes Medical Institute und einen Open Science Prize ausgeschrieben. Die Deadline dafür ist der 29. Februar und die Idee dahinter ist, man kann Projekte einreichen, wie man Open Science fördern möchte durch Infrastruktur. Und Open Science ist hier breit gefasst, es sollte aber irgendeinen Bezug zur Medizin haben, weil da halt die Gelder herkommen. Und sonst kann man das Geld nicht freimachen. Ne? Und es ist erwartet dort, dass die zumindest die Zusammenfassung der Einreichungen offen sind und offentlich zugänglich. Das heißt, es weiß dann jeder, wer was eingereicht hat, im Gegensatz zu den meisten anderen Ausschreibungen. Und auch offen lizenziert, sodass also jeder zum Beispiel diese Abstracts dann nehmen kann und damit sie in Vorlesungen oder sowas einbauen kann. Und ich möchte halt eben auch Bewerbungen aus Österreich ausdrücklich hier nochmal einladen quasi. Ne? Und da können wir uns auch gerne nochmal genau dazu unterhalten. Insgesamt ist 500.000 da ausgegeben. Das ist also, wäre unterhalb der Grenze dessen, wofür man heute noch einen Datenmanagementplan braucht. Das ist die Gesamtsumme des Projekts, aber es ist ein Pilotprojekt, weil die Idee dahinter ist, das schon langfristig zu machen und dann eventuell sogar noch mit mehreren Förderern, um halt eben mehr Infrastruktur zu schaffen, die dann auch langfristig besteht, sodass die Leute Open Science einfacher machen können, als es heute ist.
Eine Idee zum Beispiel, die ich gerne sehen würde, ist einfach sowas wie eine Dropbox. Die funktioniert ja schon, dass man einfach, wenn man als Wissenschaftler seine Daten oder was auch immer, Dokumente hat und die auf so einer Art wissenschaftlichen Dropbox hat, dann ist die automatisch gesichert, automatisch woanders verfügbar und so weiter. Braucht man sich nicht mit Data Sharing extra beschäftigen. Ne? Und wenn man Ideen in dieser Art hat, einfach mal openscienceprize.org angucken und was zusammenbasteln. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Hinweise bekommen. Ich denke, wichtige Hinweise auch, Open Science Prize, auch Open Access Initiative und der Leitfaden dazu, sicherlich ein wichtiges Moment, um sozusagen auch Open Science im Größeren möglich zu machen. Wir haben es trotzdem geschafft, heute nicht zu viel über Open Access zu reden. Das Ziel ist also erreicht. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es eben heute nur die Auftaktveranstaltung zu diesen 5 Veranstaltungen beinhaltenden Open Science Circle oder zur Serie gibt, wo eben auch noch andere Aspekte besprochen werden. Und wer jetzt noch nicht genug von Offenheit hat, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch noch eine kleine Broschüre gibt, die eben auch in Zusammenarbeit eines Collaborative Writing Processes der Open Knowledge Austria und anderen Mitspielern und Spielerinnen herausgegeben wurde, das kleine ABC der Offenheit. Also um sich mal anzuschauen, in welchem Kontext man das sozusagen im Allgemeinen verorten kann, gibt es zum Runterladen auf viennaopen.com. So, und jetzt wünsche ich euch noch schöne Diskussion und einmal danke an die Uni Wien nochmal und auch danke für das Buffet, das jetzt im Forum mehr oder weniger, glaube ich, schon erleitet ist. Ja, noch eine kurze Anmerkung zu den Veranstaltungen, die der Gast erwähnt hat. Die sind zwar sozusagen an den verschiedenen Universitäten angesiedelt, sind aber immer alle offen für alle. Ja. Also,